Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion Nummer 3. Ich wollte schon fast Lego sagen, weil ich so gewohnt bin, Titel mit Lego zu benennen, gerade wenn sie ein L am Anfang haben. Aber in dem Fall ist es ja einfach nur so, da ist ein Schlüssel gleich schon. Wo ist hier ein Schlüssel? Ach, da ist der Schlüssel, jetzt sehe ich den Schlüssel. Kann man den Schlüssel ran? Kann man den so ansaugen hier gleich? Vielleicht kann ich den ansaugen. Welche Taste war das? Das war die... Nee, kann ich nicht. Da ist es, das Ding. Ja, genau. Da soll es dann dran ziehen. Weil hüpfen kann ich ja nicht. Aber da kommt er auch nicht dran. Nee, das ist zu kurz hier. Irgendwie müsste ich da hochspringen können, aber... Irgendwie komme ich da noch nicht hoch. Mysteriös. Da hat sich doch eben gerade etwas bewegt da drüben. Da sind doch bestimmt Geister, oder? Irgendwas ist doch hier. Was ist hier los? Keine Geister? Oh, Geld. Geld, okay, da ist Geld im Berg drin. Okay, gut, Geld nehmen wir mit. So. Mario Fußball ist hier auf jeden Fall. Da, hier rechte Seite, ist auf jeden Fall Mario Fußball. Das, keine Ahnung, was das da ist. So, das ist doch irgendein Boxspiel gewesen, oder? Das ist doch so ein Nintendo-Boxspiel. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das gab's doch, glaube ich, auch mal, oder? Da gab's doch was. So, am Helikopter soll ich sagen. Okay, probieren wir am Helikopter. Ich habe doch gerade eben... Wahrscheinlich war ich nicht genug am Helikopter dran oder so. Um was geht's in dem Spiel? In dem Spiel geht's darum, Peach zu retten, wie immer. Aber in dem Fall sind auch noch Mario und Toad müssen wir auch noch retten. Da bewegt sich was. Der Chat hat wieder die richtig guten Ideen. Ich sehe schon. Oh. Ach, hier sammelt man Filmrollen. Sehr cool, okay. Also ich finde es auch schön, dass die immer angepasst sind, der jeweiligen Etage. Die verschiedenen Filmrollen, die es hier gibt. Oder die verschiedenen Steine oder je nachdem, was es halt hier für Goodies gibt quasi. Ups. Wir haben ihn gekippt hier. Ah, da können wir mit Luigi aber durch. Das kenne ich schon, die Dinger hier. Die sind für Luigi auf jeden Fall gleich mal hier. Gleich mal gönnen hier. So, Luigi willst du haben. Kein Problem, kriegst du auch direkt hier. Gleich mal die Luigi nehmen. Kennt sich gar nicht aus mit dem Spiel. Na gut, das können wir ändern. Ich kenne mich auch noch nicht so gut aus. Ich habe es bis jetzt 5 Stunden gespielt. Ah, okay. Hat einfach nur hier Geld gebracht. Gut. Ah, aber den können wir irgendwo hinschießen. Gibt es da irgendeinen Ort, wo es sinnvoll wäre, den zu platzieren? Können ihn in den Fernseher reinschießen? Den Fernseher müssen wir anleuchten. Da oben können wir ihn draufschießen. Naja, ein paar Münzen hat's gebracht. So, erleuchten wir mal den Fernseher. Okay. Ist es hier weitergegangen oder hat's hier aufgehört? So, ich glaube, wir haben genügend Luigi gespielt, würde ich sagen. Ups. Wir können wieder hier runtergehen und können hier der Spur folgen. Vielleicht hat sich jetzt da was getan am anderen Ende. Ah ja, die Kamera läuft jetzt da oben. Die Kamera leuchtet jetzt. Die nimmt jetzt auf jeden Fall auf den Helikopter, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir können hier ins Licht gehen, aber... Nee, also irgendwie... Was hat es gebracht, da jetzt ein Licht, Licht ins Dunkel zu bringen? Bin mir nicht sicher. Ja, der Propeller dreht immer schneller. Oben ist was? Wo ist oben was? Ich hab doch hier gesaugt gehabt. Da ist nichts. Ja, der Schlüssel ist hier, aber dieser Schlüssel, da müssen wir irgendwie da reinspringen oder so. Da kann man nicht rein. Durch den Fernseher? Ja. Kann ich den Fernseher umschießen? Ich probiere mal den Fernseher umzuschießen. Vielleicht funktioniert das, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, nee. Nö, ich bin zu doof. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Eins der Filmplakate lässt sich öffnen. Okay. Da oben sind Münzen auf jeden Fall dran. Ihr wisst echt alles, was es in dem Spiel gibt, habe ich das Gefühl. Also noch mehr Münzen. Da tut sich gar nichts. Ah, hier sieht's so aus. Das hat doch so Scharniere hier. Da sind doch Scharniere dran. Das sieht doch, so aus, als könnte man das hier aufmachen. Ja! Noch mehr Münzen. Noch mehr Geld. Und ein riesen Boxhandschuh. Okay. Ja, der ist auch aus diesem Spiel auf jeden Fall. Das Spiel, dessen Namen ich nicht mehr weiß. machen wir einfach ein bisschen Fernseher kaputt. Können wir den da reinhauen, den Fernseher? Ne, wir können den auch bloß wieder da oben reinhauen. Also irgendwie will das Spiel definitiv, dass wir da oben drauf schießen. So, können wir den nochmal anmachen, den Fernseher? Wir können Fernseher schauen. Punch-Out, genau, Punch-Out hieß das Spiel. Genau, Punch-Out. Vor allem, dass der Handschuh da noch rumliegt, ist gut.
Würde ich mich über Jedi Fallen Order 2 freuen? Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen über ein Jedi Fallen Order 2. Aber wie gesagt, also vom Kampfsystem her und so würde ich mir Force Unleashed mehr wünschen, aber ich weiß, dass es ein Fallen Order 2 geben wird. Leider kein T-Springen im Fernsehen, stimmt. Aber immerhin die Landschaft passt. So, und jetzt können wir auch hier da dran kommen. Ah, brillant, brillant. Oh yeah. Was hat er gerade gesagt? Klang so ein bisschen wie L-Max. Das war, glaube ich, nicht L-Max. So. Mario Game heißt Strikers Charge Football. Ich glaube, ich habe es sogar mal gespielt. Wieder auf Geisterjagd. Ja, natürlich auf Geisterjagd. Ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich mal gespielt gehabt, das Spiel, dieses Fußballspiel. Aber nur mal angespielt bei, boah, keine Ahnung wo. Bei irgendeinem Kumpel oder so vielleicht mal angespielt, ich weiß nicht. Aber gespielt habe ich es auf jeden Fall mal irgendwo. Und da können wir jetzt auch gleich den Schlüssel nutzen, den wir gerade bekommen haben. Und können damit in den nächsten Abschnitt vorschreiten. Und da ist auch schon der Regisseur höchstpersönlich. Hier ist der Regieraum. Ah, nee, der Schnittraum ist hier eher. Der Geister-Oscar. So. Warum haben die hier... da können wir quasi... Da können wir was abspielen quasi. Da können wir den Film abspielen, wenn wir die Dinger drehen. Sehr cool. Denen nochmal, okay, alles klar. Läuft bei mir, habe ich vorhin auch gemacht, auf jeden Fall. Oh, nein. Den hätten wir da auch drinnen lassen können. Bleib da. Auf den Geist. Fertig. Und los. Ah, shit, müssen wir zweimal machen. Der war noch nicht besiegt. Sie kommen zurück. So, aber nicht lange. Noch eine Chance geben wir ihm nicht, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es viel effektiver, den hier lange drin zu halten und ihn nicht zu schleudern, weil dann können wir ihn rausziehen. So, aber jetzt besiegen wir ihn direkt so. Bam! Easy. So, sehr gut. Mich wundert ja ein bisschen, dass diese Schaumstoffdinger da an der Wand sind, weil was bringen denn die im Schnittraum? Das ist nicht so halt. Die Tüte normalerweise an die Wand dran, wenn ich irgendwelche Tonaufnahmen mache, aber hier ist ja eigentlich nur der Schnittraum. Muss man nicht verstehen. Hätte es auch so King Kong oder so, beziehungsweise eher Donkey Kong wahrscheinlich, irgendeine Vorlage da an der Wand. Ah, Sparschwein, warte mal, das können wir auch nochmal irgendwo dagegen klatschen. Dann kriegen wir da auch nochmal Münzen. Das weiß ich, wie das funktioniert hier. Hahaha. Eine geheime Cutscene gibt's hier drin, okay, gut zu wissen. So, ich glaube aber, das war alles, was wir hier drin hatten. Der eine Geist musste genügen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht hier noch einfach den Stein bekommen, aber... Sendung, wir können ihn nochmal zurückdrehen. Läuft der Geister nochmal rückwärts? Nee, hier geht definitiv nichts mehr in dem Raum. Zu meiner Arbeit werde ich nichts sagen. Welch Tragödie, uhuhu, welch grausames Schicksal für mich, Morty. Der Star ist, wie konnte ich mein Ein und Alles verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen und das, weil ich nutzlos bin. Absolut nutzlos. Da mattet sogar... Oh, er hat das Ding. Da mattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Ja, dann gib doch mal her hier. Ah, oh, mein schöner roter Megafon. Wo magst du nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. So. Okay, wir brauchen das Megafon, sonst das ist ja nicht so mega. Oh, können wir denn die Filme rein? Ich glaube, das ist wie bei den letzten Filmen. Ja, wir können. Oh, sehr gut. Okay, das war ein kurzer Ausflug. Können wir da auch reingehen? Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück als beim letzten. Wer kennt's nicht? Einfach mal so ins Fernsehen gehen. Wollt ihr auch schon mal ins Fernsehen gehen? Hier ist das auf jeden Fall ganz easy. Wir gehen natürlich in alle vier rein. Vielleicht ist ja in irgendeinem was Besonderes drin. In dem definitiv nicht. Na gut. Letzte Chance. Du hast deiner Mutter beim Umzug geholfen. Sehr gut. Ach, da ist der Affe wieder von vorhin, der für uns schon die Zeichnungen drauf waren. Ah, okay. Hier haben wir Raum Nummer 1. Vielleicht ist ja in Raum Nummer 1 bereits das drinne, was wir suchen hier. Oh nein, nicht wieder Ratten. Nicht wieder die Ratten, die eigentlich Mäuse sind. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier haben wir eine Ente. Ah, das sind diese Szenen, die wir gerade im Fernseher gesehen haben. Oh nein. Wir haben die Ente in den Brunnen geworfen. Ich hoffe, das ist nicht wie in den Minen von Moria, wo der Eimer da reingeworfen wird. Ah, irgendwie ist die Ente größer geworden. Warum ist da noch ein Schiff drin? Warum können wir da reinschauen? Was bringt das?
Können wir da irgendwas anderes noch reintun oder so? Ja, erstmal hier den Laubbläser machen. Was haben wir denn da gefunden? Ah, warte mal, das können wir doch da rein. Da ist doch so ein Astloch hier. Da können wir das doch bestimmt reinschießen, oder? Sieht das so aus, als könnte man da Sachen reinschießen? Ah, so, hier rein so? Oder nicht? Ich probiere es mal aus. Nee, geht, also das sieht doch so aus, als könnte man das da reinschießen. Da will ich jetzt noch einen Versuch haben. Der hat zu tief gezielt gerade eben, aber ist geschworen, dass das da reingeht. Nee, geht nicht. Aber wir haben es zumindest probiert. Das ist eine riesen Kastanie, soll das wahrscheinlich sein. Auch wenn die Bäume irgendwie nicht nach Kastanienbäumen aussehen. Aber okay. Ich muss noch den Fernseher im Set aktivieren. Alles klar. Dann gehen wir nochmal zum... Ah, hier den Fernseher müssen wir auch noch aktivieren. Genau. Oder meinst du den Fernseher gerade? Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder im Bild. Ja toll, jetzt kommen wir hier raus. Na toll. Können wir bitte wieder da reingehen? Oder kann man dann quasi immer zwischen den Fernsehern wechseln? Ah ja, hier kann man dann quasi immer zwischen den Fernsehern wechseln. Okay. So, das Ding kriegen wir auf jeden Fall auf hier, den Stromkasten. Haben wir hier drauf geschossen. So. Und da ist nur wieder mehr Geld drin. Okay. Ah, dann scheint es hier aber sonst eigentlich nichts zu geben in dem Raum aktuell, was wir machen können. Guten Tag. Nee. Ah, warte mal. Da tut sich doch irgendwas da drin, ne? Da kommt doch bestimmt ein Kürbis raus. Ah, den Kürbis. Vielleicht müssen wir den Kürbis da noch mit reinschmeißen. Irgendeinen Sinn muss das doch haben hier. Machen wir mal den Kürbis da noch rein hier. So. Einmal den Kürbis da rein, bitteschön. Ah, schade. Können wir noch die Kürbisüberreste anschauen, aber nee. Das war definitiv nicht die Lösung. Mit der Kamera kann man hier auch was machen, echt? Oh, stimmt, mit der Kamera kann man auch noch was machen. Sieht ein bisschen anders aus. Da funktioniert auf jeden Fall der Bluescreen hier. Eigentlich auch überhaupt nicht mehr verwendet, die Bluescreen-Technologie. Ist eigentlich Greenscreen mittlerweile. Wobei, es sind ja ältere Filme. Okay. Können wir aber irgendwie soweit auch nichts machen. Nee. Können wir mal die Kugel hier. Wo habe ich denn die Kugel vorhin hin? Die können wir noch ins Wasser reinschmeißen. Irgendwo hier liegt sie doch. Ah, da liegt sie. Vielleicht schmeißen wir noch mal die Kugel noch hier rein. Vielleicht ändert das hier noch was. So, Kugel ist im Wasser drinne. Also, beziehungsweise, das sieht eher aus wie so ein Coronavirus. Die Kastanie ist im Wasser drin, hat auch nicht geholfen. So, was, einen Song soll ich machen? Nee, das will keiner. Glaub mir, das will keiner. Mir geht's gut. Ja, was bringt mir denn Fluigi? Wo soll ich denn da Fluigi verwenden? Fluigi ist nicht effektiv gegen Wasser. Der bringt mir hier eigentlich nichts, Fluigi. Ich kann da ja nirgendwo rein. Es gibt ja hier keinen Ort, wo ich rein kann. Ich schau mal in den nächsten Raum weiter. So, die Kamera muss ich mit Luigi bedienen. Achso, ich kann dann quasi mit zwei... Ah! Achso, dann läuft Mario... dann läuft Luigi... Warte mal, da ist auch noch was drin in dem Ding hier. Da war auch noch was drin gewesen. Ah! Okay, das war schon wieder zu viel Rätsel für mich hier. So, Luigi, geh mal dahin, dann gehst du hier ins Bild rein. Du bist jetzt der Star. Ach nee, man kann nur mit Luigi kann man... mit Luigi kann man ja keine Sachen bedienen. Dann, Luigi, musst du der Star sein hier. So, und jetzt kann man mit ihm auch hier rumlaufen, okay. Ah, clever. Müssen wir auch erstmal drauf kommen. Ich kann auch nur Beatsongs erstellen. Nee, also, da bin ich nie musikalisch genug, um da wirklich was Produktives zu holen. Was ist das? Okay. Können wir es einsaugen? Ah ja, wir können es einsaugen. Müssen wir wieder zum anderen Luigi wechseln, weil hier können wir sonst nichts machen, glaube ich. Blenden oder so? Nee, geht nicht. Ist wahrscheinlich nur im Film. Ich wechsle mal. Nee, das bringt nichts. Okay, nee, da müssen wir tatsächlich mit Luigi da drinnen sein. Achso, wir können die nochmal hochholen. Die Dame hier oder den Herrn. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es ist. Was habe ich gestern mit Rabo gemacht? Hä? Die Ente habe ich eingesaugt gehabt. Habt ihr auch Sonnenbrille in der Nacht? Ja, coole Leute haben Sonnenbrillen in der Nacht, das wisst ihr doch. The Ring. Habe ich nie gesehen tatsächlich, den Film. Da gibt es auch mehrere The Ring-Filme, oder? Ich weiß nicht. Nicht gesehen auf jeden Fall. Also wir können sie hier zwar nerven damit. Vielleicht können wir, das hier könnten wir höchstens noch machen. Das hier würde mir noch einfallen, aber das bringt auch nichts. Nee. Können wir zum Haus gehen? Ah, das ist Schiffe. Das ist auch noch da hier.
Können zum Haus dahinter gehen. Ah, nee, können wir nicht. Alles nur Kulisse hier. Was bringt es, die Dame da rauszuholen? So. Irgendwas, was wir hier noch nutzen können? Nö, ich sehe hier nichts mehr. Was? Eimer in Hand der Horrorpuppe? Da war kein Eimer. Was? Wo ist er denn? Nee, da war kein Eimer. Oder eine von den Kisten. Meinst du die Kisten hier? Kann man die hier... Ah, die Kisten kann man theoretisch... Nee, die kann man da bloß rumpusten. Die kann man theoretisch nur rumpusten, aber dann kommen sie auch nicht ins Bild, die Kisten. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ach so, ich habe gestern pünktlich auf... Dings aufgehört, deswegen, meinst du? Nee, ich habe gestern auch nicht pünktlich aufgeholt. Ich habe gestern auch überzogen. Überziehen muss schon sein. So. Zurück geht's. Schauen wir mal in den nächsten Raum rein, was hier so gedreht wird für eine Szene. Die Szene Nummer 2 auf jeden Fall. Ah, hier sind wir jetzt wieder eher in der Burgenlandschaft hier, im Burgenland. Ein Ausflug nach Österreich gemacht. So, es wird Licht. Ah ja, dann können wir mal gucken, was hier sich im Burgenland so rumtreibt. So, einmal hier in den Kameramodus gehen. Oh, oh, ich glaube, die Burg wird angegriffen. Oh, ja. Sie haben einen Höhlentroll. Okay, da oben ist... Also einen Geist habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber hier ist bestimmt irgendwo einer. Es fliegen Pfeile. Okay, die Pfeile fliegen aber nicht auf uns. Hier können wir doch bestimmt durch, oder? Können wir da nicht so ein... Ja, da können wir auf jeden Fall durch. Dann können wir schon mal nach oben. Vielleicht entdecken wir... Oh, da war sogar eine silberne Münze. Ich habe gerade eine silberne... Oh, nee, boah. War nur so eine Standardmünze hier. So, da können wir schon mal reingehen. Wo kommen wir dann rein? Ah, da sind Münzen auf jeden Fall drin. Da sind viele Münzen drin. Viele Münzen, viele Münzen, viele Münzen. Ich habe ja am Anfang Battlefront 2 gespielt gestern, deswegen hat es sich ausgeglichen. Okay, okay, okay. Du meinst die Ente in der Hand der Horrorpuppe, aber die Ente habe ich schon eingesaugt gehabt. Die Ente ist ja nicht mehr da gewesen. Können wir hier mit der Pflanze noch was machen? Irgendwie hier die Fähigkeit mal nutzen? Also so ganz ist mir noch nicht klar, was bei diesen Filmsets hier zu sehen gibt. Da oben könnte ich irgendwie das Feuer vielleicht wieder anmachen. Vielleicht würde das was bringen, aber wüsste zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht, was es bringen soll. Bald im Kino, in 3D, okay. Ah, auf jeden Fall irgendwie ein bisschen leer, der Burghof hier. Naja. Alle Fernseher muss ich erst aktivieren. Ach so, na gut. Kann man dann quasi von Szene zu Szene springen oder was? Na. Ah, ich muss ja reinlaufen wahrscheinlich in die Fernseher, oder? Muss ich erst reinlaufen. Einmal durchgehen, um ihn zu aktivieren, nehme ich mal an. Damit wir hier schön durch sind. So, einmal durchgehen. Das ist echt ein bisschen anders als die anderen Etagen. Cyril, 17876, danke fürs Folgen. So, dann waren wir schon mal in 2. Ah, jetzt ist auch Farbe, genau, jetzt ist auch Farbe, genau. Jetzt haben wir schon mal 2 aktiviert hier. Dann mal ab, natürlich in der richtigen Reihenfolge wollen wir es machen, deswegen ist hier als nächstes Raum Nummer 3 dran. Okay, das ist eher so Alltagsszenen in der Stadt irgendwo, was hier gedreht wird. Hi, E.T., auch die Anspielung ist cool an E.T. Da muss eigentlich ein Geist drin sein. Ja, ach cool, haben sie die E.T.-Anspielung, weil E.T. auf dem Fahrrad fliegt und so. Eine nette IT vor allem. Eine neue IT, eine E.T.-Anspielung. Bleib da! Bleib da! So, Dark Gleam habe ich gesagt. So. Ja, den kann man nichts abziehen, den kann man nur durchschlagen, aber was abziehen. Nein, hau da wieder ab. Komm her. So. Schön hier einsaugen, also ich weiß nicht, ist er auf ihn. Ach komm, da haut er ab. Da ist er weg. Ah, er kommt wieder. Er kommt wieder. Sie kommen immer zurück. Immer zurück. Hoppa. So, auf den Boden mit ihm. Ich muss mal zu dem Monsteraffen gehen, da werde ich bestimmt auch noch hingehen. Ach, das gibt sogar eine Filmrolle dafür, die ich ihn besiegt habe. Ah. Ah, das ist eine nette E.T.-Anspielung hier. Die habe ich sogar verstanden, ja. ich glaube, wir müssen auch mal diese Kamera hier. Könnte ich jetzt mal durchschauen, aber das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Oh, die Stadt sieht plötzlich ein bisschen mitgenommen aus. Bisschen aber nur, bisschen. So, dann mal hier noch den Fernseher aktivieren. Oben können wir wieder nochmal ein paar Münzen holen, wahrscheinlich, wenn ich hier drauf schieße, oder? Jetzt mal dran ziehen hier, mal dran ziehen. Ja, da sind die Säcke auch schon voller Münzen hier. Oder? Sind da, ich weiß nicht, was da drin ist, keine Ahnung. So, Fernseher aktivieren, bitte schön, Luigi. Dolex die nieder, genau. Ken White und sauber aus meinem Gesicht, kenne ich die persönlich? Nein, ich habe sie tatsächlich noch nicht getroffen, die beiden. Von daher kenne ich sie nicht persönlich. Oh, 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 oh.
Ah ja gut, das ist offensichtlich hier, wie man da dran kommt. An die Münzen hier, die liegen ja quasi auf dem Weg. So, einmal schön hier. Ah, Spinni! Komm her, Spinni. Oh, das ist sogar eine goldene Spinni. Ich glaube, wir nehmen uns lieber das goldene Spinni hier. Goldene Spinni, komm her. Ja, die goldenen Spinnis lohnen sich doch immer richtig. Den Len 16, ja, den habe ich vor einer halben Stunde erst gesehen. Wir waren auch zusammen in der Schule, da sieht man sich für gewöhnlich mal. So. Der weiß tatsächlich, wie ich aussehe. Ja, 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 ja. Hätte noch mal irgendeine Kugel oder sowas hier. Kann ich das Ding hier so wegziehen? Ah ja, das kann man hier so wegziehen. Irgendwie sind hier viele Spinnen unterwegs, habe ich das Gefühl. So, Kugel eingesammelt und dann würde ich sagen, aktivieren wir den Fernseher. Ich höre ziemlich viele verschiedene Musikrichtungen eigentlich. Kannst ja immer bei... Wenn du bei mir auf dem Discord bist, dann siehst du auch immer, wenn ich bei Spotify gerade Musik höre. Ein paar Leute stalken mich da immer und schauen da immer, was ich gerade für Musik höre auf Spotify, weil das sieht man ja bei Discord. Beziehungsweise man kann einstellen, dass man es sieht. So. Oh, ein goldener Sack. Was ist im goldenen Sack drinne? Oh, Geld. Aber richtig viel Geld sogar. Man hätte ihn auch einfach aufmachen können und dann in den Sack so reinsaugen können. Aber das wäre natürlich so einfach. Was ist das für eine riesen Münze hier? Ist das eine Münze? Ah. Luigi, sieh mal. Wenn das nicht das Megafon ist. Aber es hängt in Spinnweben fest. Und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Jo, scheint so. Na gut, was hilft gegen Spinnweben? Feuer normalerweise, habe ich in Spielen meistens gelernt. Den Deckel können wir hier zwar drauf machen, aber... die Münzen können wir hier nicht einsammeln, die sind tatsächlich zu groß hier. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Das ist hier echt mal eine Nummer zu groß für uns. Ah, noch mehr Geld. Jetzt gehen wir weg hier. Noch mehr Geld hier zum Einsammeln, nehmen wir gerne mit. Du könntest bestimmt an das Megafon herankommen, wenn du den Spinnweben mit Feuer zusetzt. Haha, Meister Drabo hat's wieder raus. Ah, Luigi. Ja, Luigi ist eine Idee für die Flasche auf jeden Fall. Da stimme ich dem Chat zu. Luigi ist eine gute Idee. Ich vergesse mal, dass ich Luigi dabei habe. Das ist das Problem, wenn man das Spiel nur einmal die Woche spielt, dann vergisst man immer so ein bisschen die Mechaniken, die das Spiel hat. Aber das Gute ist ja, durch die Streams spiele ich zumindest jedes Spiel jede Woche mal. Ich müsste mal überlegen, wie das immer bei den Let's Plays früher war. Wenn du vielleicht mal ein Spiel alle drei Wochen oder so gespielt hast. Da hast du halt echt immer komplett wieder überlegen müssen, erstmal wieder, wie die Steuerung ging und so. Das ist jetzt mit den Streams echt schon deutlich angenehmer und durch eure Hilfe. Ich bin doch gar kein Brandstifter, ich habe ja noch nicht mal Feuer gemacht. Ich stifte doch hier kein Feuer, Mensch. So, können wir hier das Feuer so anmachen? Ne, da haben wir bloß einen anderen Blick hier drauf. Aber irgendwas bewegt sich da. Ich glaube, da schicken wir mal Luigi rein hier. Sind mal weg, dieses blöde Ding hier. Können wir das hier auf... Ah, da kann man dran ziehen. So, Luigi. Oh nein, eine Riesenspinne. Oh, große Riesenspinne. Oh, Riesenspinne hat Babys mitgebracht. So, ganz viele goldene Babys hier. Na, meine goldenen Spinnis. Kommt mal her, kommt mal her. Kommt zu Papa Luigi. Sehr gut. Braucht die Fackel aus dem Turm der Ritterburg. Ah ja, das könnte helfen, das stimmt, ja. Die Spinne ist eine Fake-Spinne, die tut uns gar nichts. Kann man dem Ding hier nicht saugen? Nee, offensichtlich nicht. Na, sammeln wir noch die restlichen Münzen ein, die hier sonst noch sind. Aber sonst, glaube ich, können wir hier tatsächlich gar nichts machen. Nee, wir brauchen echt die... Aber die Fackel können wir doch gar nicht darüber bringen, die Fackel, oder? Na gut, also fest steht auf jeden Fall, hier können wir nichts machen. Und deswegen gehen wir hier wieder durch. So, einmal ins Fernsehen. Weil ich den Dog jetzt das letzte Mal gesehen habe. Ich habe ihn von Weitem vor einem Monat mal gesehen, tatsächlich. Meine Kunst, oh, wie sie derzeit leidet. Verunglimpfe ich die Bezeichnung Regisseur, indem du sie für mich verwendest. Ohne mein Megafon habe ich es beileibe nicht verdient. Warum können wir den nicht einfach blenden und einsaugen? Warum? Funktioniert das sonst auch immer. Okay, alle anmachen hat auf jeden Fall nichts gebracht. So, können wir den Affen eigentlich umschmeißen? Ups, einmal den Affen umschmeißen, bitte. Nee, der Affe ist da immun gegen. So, den nochmal. Okay, okay, okay. Na, die Fackel kommen wir da oben aber immer noch nicht ran. Also wir können da zwar hier hinlaufen, aber an die Fackel kommen wir trotzdem nicht ran hier. Das hilft nicht, das hilft nicht. Nee, da müssten wir... obwohl, hat man da mehr gesehen? Gerade nochmal gucken kurz hier. So, einmal hier durchschauen. Ah ja, jetzt kommt wieder der
böse Angriff kommt jetzt wieder. Okay, das ist bloß nochmal das Bild auf die Fackel gelenkt, aber das hilft uns nicht weiter, weil wir da nicht hochkommen. Ah doch, wir konnten ja die Pflanze, können wir irgendwie... Können wir nicht irgendwie gießen oder so, die Pflanze? Ach, der Eimer. Ah, der Eimer. Ja, da war irgendwo ein Eimer. Ja, ich erinnere mich. Irgendwo war ein Eimer. Zimmer 3 war der Eimer. Ah, damit können wir die Pflanze gießen und damit können wir dann da oben ans... Ach, da ist der Eimer. Den Eimer? Aber da ist ja kein Wasser drin. Der Eimer bringt doch nichts, oder? Also komme ich mit dem Eimer hier nicht durch. Du freust dich schon auf den 10-Stunden-Stream. Da fehlt nicht mehr so viel zu den 10k. Ja, schauen wir mal. So, du hast das Level nicht, weil du es nicht kapiert hast, sondern wegen den Spinnen. Ja, mit den Spinnen, da bin ich immun gegen. Die Spinnen, da habe ich kein Problem mit. So, Zimmer 2, schreibt der Chat. Ah, Zimmer 2. Aber was soll ich denn mit dem Eimer da... Egal, wir gehen jetzt einfach hier rein und nehmen den Eimer mal mit. Schauen wir mal, ob das hilft. Den Eimer können wir gar nicht mitnehmen. Wir können keine Sachen mitnehmen. Tut mir leid, aber ich kann die Tür nicht benutzen. Ich könnte sie für Luigi vielleicht benutzen. Nee, Luigi kann keine Tür benutzen. So, beim Affe sollte was passieren. Beim Affe... Affe! Affe? Nicht cool. Kannst du mal bitte den Affen hier wieder... Affe? Nicht Luigi umbringen. Ich brauche Luigi noch. Kann man den Affen blenden? Blende ihn! Blende den Affen! Ne, der Affe ignoriert uns einfach. Ne, okay, Luigi kommt da dem... Ah! Oh mein Gott, wir haben ihn geköpft! Oh mein Gott, wir haben den Affen geköpft! Ups! Die finden die Spinnen, ja genau. Nee. Ah, mehr Münzen, okay, was... Ah, da, ah, er ist wieder da, unser Hund ist wieder da. Also zumindest kurzzeitig war er da. Ja toll, jetzt haben wir einen Affenkopf. Bitteschön, Herr Regisseur, wir haben einen Affenkopf für Sie. Kann der Regisseur nicht den Affenkopf aufsetzen? Guck mal, Regisseur, ich habe einen Affenkopf dir mitgebracht. Ah, nö. Affenkopf interessiert ihn nicht. Da oben ist noch was, sehe ich gerade. Wie kommen wir denn da hoch? Können wir es da runterschießen, das Ding da oben? Mit dem Affenkopf irgendwie da oben runterschießen? Nee. Sind hier irgendwo drei Affenmörder, ja genau. So, ach, kann man durch die Fernseher durchgehen mit dem... Ah, man kann durch die Fernseher durchgehen. Ah, und in den Brunnen soll ich schmeißen, okay. Ach, man kann durch die Fernseher durch... Ah, man kann nicht durch... Genau, man kann nicht durch Türen gehen, aber man kann durch Fernseher gehen. Ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Yeti, ja. So ein bisschen Yeti ist da definitiv drin bei dem Affen. Auf jeden Fall ein Albino-Affe. So, und dann den hier auch da rein. Ups. Ups. Nein, komm her. Ist doch logisch, ja. Ist ganz logisch, ganz logisch. Der fliegt immer weg hier, wenn ich den da irgendwo hinschmeiße. Ich kann ihn zwar anvisieren hier, aber... Ne, der fliegt da immer raus. Der fliegt da immer raus. Ich brauche noch den... Was? Ich brauche den Eimer immer noch. Das Spiel ist so komisch. Also, da ist... Ne, hä? Warum brauche ich zum Beispiel den Eimer? Was will das Spiel von mir? Zumindest ist da die Kastanie, falls wir sie nochmal brauchen. So, ich hätte auch den Fernseher nehmen können. Den Eimer soll ich da reinwerfen. Ach so. Wieso soll man den Eimer denn in den Brunnen werfen? Einfach so random. Es gibt so Rätsel in Spielen, die sind sinnvoll. Und dann gibt es Rätsel von wegen, ich schmeiß Eimer in den Brunnen rein. Ja, aber der Eimer ist doch... Der Eimer... Das nützt mir doch nichts, den Eimer da reinzuschmeißen, weil der hat ja... Der Brunnen ist doch viel zu tief. Da komme ich doch überhaupt nicht unten ran. Also wenn ich das hier... Ja, das schwimmt das Ding jetzt da drin. Das bringt mir auch nichts. Da kann ich mit Luigi... Nee, Luigi kann ja da auch nichts machen. Oder? Luigi, kannst du da mal bitte... Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn man mit Luigi... Plötzlich kann Luigi doch Sachen bewegen, okay. Wir nehmen jetzt mal Luigi und machen mal wieder Kameramodus. Vielleicht, wenn das andere die Kamera an ist, dann hilft das was. Schreibt der Chat auch schon Kamera? Okay, dann bin ich hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, gucken wir nochmal. Ach, jetzt hat die Dame wahrscheinlich den Eimer dann auf dem Kopf, oder was? Schauen wir, was jetzt passieren wird. Also rauskommen müsste sie ja eigentlich wieder. Ah, aber diesmal mit Eimer. Aber bitte mit Eimer. So, mit Sahne kann ja jeder. Ah, jetzt haben wir den Eimer bekommen. Dankeschön, Dankeschön. So, Eimer haben wir. Eimer loslassen, bitteschön. Jetzt können wir nämlich auch die Pflanze gießen. Und jetzt checke ich auch, wie wir weiterkommen.
Ah, das Ding auf dem Kopf gehabt. Schön, dass das funktioniert. Schön, dass es funktioniert. Ja, ja. Jetzt kapiere ich auch, was ich wissen will. Den Stream bitte ab 8 zu machen. Das ist jetzt zu gruselig. Ja, das ist echt brutal, was hier passiert. Brutal. Brutal, was hier passiert. So, jetzt müssen wir wieder in den anderen Modus gehen. Weil nämlich der Wagen sonst davor steht. Aber jetzt verstehe ich das. Mir hat bloß der Anfang gefehlt. Also, dass ich den einmal... Ja, gut, okay. Aber sonst ist das eigentlich nicht so das Rätselspiel gewesen. Aber ihr seht schon, ich bin schon bei die leichteste Art von Rätsel leicht, um mich zu überfordern. Ich soll aufhören mit bitte mit Sahne. Wieso hat der Ohrwurm gestern auf dem Discord gereicht? Ich fand's witzig gestern auf dem Discord. Wenn ihr noch nicht auf Discord seid, Ausrufezeichen Discord in Chat. Oder wenn ihr es auf YouTube anschaut, in die Videobeschreibung schauen. Oh nein, sie haben Schwerter. Okay, macht ihr aber irgendwie auch nicht schwer. Oh, nicht schwerer zu besiegen. Irgendwie ist es doch schlauer, die eigentlich mega weit runterzubringen und sie dann erst in den anderen reinzuhauen. Also ewig lange sie hier rumziehen zu lassen und dann erst rumzuschleudern. So, das ist doch viel effektiver, sie so umzubringen. Tarzan sagt, Jane, bitte greift die Liane. Aber bitte mit Sahne. Oh, aber bitte mit Gegner. Oh nein, sie haben Schilder. Ihr habt Schilder. Nein, du sollst auf den anderen schießen. Hopp, 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 hopp. Nicht durchdrehen. So, gib den Schild her. Gib den Schild her. Sei ein braves Geist und gib den Schild her. Nein, Blitz. Genau. So, und jetzt den anderen angreifen. Angreifen. Ja, genau. Auf dem mit dem Schild drauf. Genau so. So will ich das hier sehen. So, und jetzt ist der auch unbewaffnet. Wir haben ihn entwaffnet. Schön ist, dass wir den anderen da auch gleich noch mittreffen hier. So, und dann geht's auch noch auf den letzten Geist. Auf die Plätze, fertig, los. Nice. Haha, denen nochmal, alles klar. Läuft bei mir. Freue mich schon auf den Dienstagstream. Oh Gott, erinnere mich nicht an den Dienstagstream. Ich musste kurz überlegen, was der Dienstagstream ist, aber dann ist mir eingefallen. Ausrufezeichen, Streamplan in den Chat schreiben, dann wisst ihr es auch. Was der Dienstagstream wird. So, und wir wissen auf jeden Fall, was passiert, wenn wir Wasser mit Pflanze kombinieren. Du hast heute auf Discord schon Streamplan geschrieben, aus Gewohnheit, okay. Ja, passiert. So, jetzt können wir auch mit Luigi da hochgehen und das Feuer holen. Ach nee, können wir nicht. Ah, nein, können wir nicht, okay. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Trabu sagt oft, er isst eine Banane. Aber bitte mit Sahne. Oh ja. Geht immer. Geht definitiv immer, das bitte mit Sahne. Ich finde, der blöde Wagen hätte auch mal wegbleiben können. So. Also, jetzt wissen wir auch, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir nämlich geschwind da nach oben gehen. Geschwind wie das himmlische Kind müssen wir nämlich jetzt da oben das Feuer holen. So. Habe ich schon mal richtig lange auf den Lend 16 warten müssen? Nee, nö, eigentlich nicht. Lend ist halt pünktlich. Lend ist pünktlich. Ist ja toll, jetzt haben wir kein Feuer. Es wird nicht besser. Irgendwas fehlt immer. Ja, hello, hello. Feuer brauchen wir nicht, hello. Gehen wir denn das Feuer jetzt noch her? So, das Ding sollst du hier einsagen. Feuer brauchen wir noch. Gehen wir wahrscheinlich jetzt in Zimmer 3. Aber in Zimmer 3 war ja sonst nichts drin bis jetzt. Na, nehmen wir mal an, das Feuer ist in Zimmer 3 hier. Da rein mit dir! Genau, am Dienstag kommt der Spielentscheider-Stream, auf jeden Fall. Hast du gestern was im Discord verpasst? Hallo, du. Man verpasst immer was im Discord, wenn man da nicht ist. So. Nee, da kommen wir so nicht rein, okay. Ah, hier war aber Feuer. Hier war ja Feuer. Ich hatte ja die Stadt ist ja von abgefackelt gewesen. Von daher sollten wir da auf jeden Fall Feuer bekommen. So, du spielst heute zum ersten Mal Star of the Old Republic. Habe ich Tipps für das Spiel? Genieße es. Ist ein gutes Spiel. So, Fabico hat abonniert mit Amazon Prime. Vielen Dank dafür. Schön, dass... Febaku. Entschuldigung, Febaku. Schön, dass du mit dabei bist, Febaku. Herzlich willkommen. Rate! Maus, ich weiß. Oh, die ist sogar Gold. Yeah. Oh yeah. So, einmal loslassen, Luigi. Nein, loslassen sollst du das Ding. Genau, und dann mal kurz die Kamera bedienen und dann können wir mit Luigi nämlich gleich hier ins Bild gehen. Wie lange wird heute gestreamt? Das siehst du auch im Streamplan. Ausrufezeichen Streamplan in den Chat.
So, du hast an dieser Geburtstag und hast dann quasi einen 3D Geburtstagsstream. Sehr gut. Sag deinem Dienstag nochmal Bescheid, dann gratuliere ich dir auch. Ah, Feuerwehr ist da. Ja. Die Geister würde ich nicht rufen, wenn es brennt. Wobei, ne, die haben es auf mich abgesehen. Ach, die, hä, wie können wir denn die? Die müssen wir auch irgendwie ihre Sachen wegnehmen. Wie können wir die besiegen? Hilft das gegen die? Ne, das hilft nicht. Da sind sie immun gegen. Vielleicht können wir sie einfach einsaugen von hinten. Ne, blenden können wir sie. Also wir können sie nicht blenden. Wir können die. Na komm, na komm. Ah ja, er kommt zurück, okay. Er kommt zurück, wenn er drauf dreht. So, wurde der Server mal von uns gehackt auf Discord? Nö, zum Glück nicht. Aber wir haben da auch, glaube ich, ein paar gute Schutzmechanismen, damit das nicht passiert. Ah, nein, nicht schon wieder das Wasser. Nicht schon wieder das Wasser. Alarm, ja, Alarm, Alarm. Auf jeden Fall Alarm hier. Da können wir hier ein Schild reinwerfen. So, ich kann ja jeden Tag zum Nicht-Geburtstag gratulieren, ja, sowas in der Art. Okay, ich kann mich jetzt auch nochmal ein drittes Mal von den Geistern, Was kann ich denn machen gegen die Geister? Weil da hilft alle Fähigkeiten, die wir haben. Ah, springen kann ich nur. Da sind sie kurz geschockt. Okay, auf springen wäre ich nicht gekommen, weil wir springen sonst nie gegen die Geister einsetzen müssen. So, wieder einen besiegt und den anderen holen wir uns dann auch gleich. Ah, bleib da. Ah, wir schaffen es nicht rechtzeitig. So, nochmal auf dich drauf. Nein, an. So, genau. Und dann ihn erschöcken. Ups. Licht anmachen und dann knipsen wir ihn das Licht aus und nicht an. Okay, es ist echt clever, sie länger zu jagen und nicht direkt immer A zu drücken, sondern erstmal warten mit A und A erst ganz am Ende zu machen, um sie dann einzusaugen. Viel bessere Taktik. Aber springen war eine gute Idee. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch wieder länger gebraucht. Oh nein. Da war ja noch einer. Da war ja noch was. Ich erinnere mich. Und der hat schlechte Laune. Aber bei den... Nein. Ups. Bei dem war es ja einfach nur so, dass man hinter ihn kommen musste, oder? Genau. Genau, hinter dem musste man einfach nur hinter ihn kommen. Nein, nicht das Ding. Den Geist sollst du einsaugen. Ja. So. Es ist so geil, einfach der Geist mit dem... Oben drauf auf dem Kopf mit dem Ding. Aber das ist echt super. Da kann man ihn einfach ewig hinterher saugen. Oh nein, er hat mich ins Feuer gesaugt. Gebracht. Aber trotzdem, wir haben die Hälfte Lebensenergie abgesaugt. War nicht so verkehrt. So. Au. Er hat mich platt gemacht. Ah, nee, wir sind aber direkt hinter ihm gleich wieder. So, einmal noch eingesaugt. Jetzt sollten wir es auch schaffen, wenn er uns nicht gleich wieder ins Feuer reinhaut. So, bleib da. So, easy. Hahaha, Schocken wäre noch wichtiger. Okay, ich bin schockiert. Die Geräusche hören sich an wie Yoshi, echt? Findest du? Yoshi! Ja, Yoshi kann ich nicht so gut. Da ist doch auf jeden Fall ein Pizzakarton. Ist auch nicht verkehrt. Und wo ist jetzt? Jetzt brauchen wir die Fackel. Jetzt brauchen wir eine Fackel hier. Fackel. Ah, schön. Fackel ist da. Au! Und ich bin auch abgefackelt, aber nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben die Fackel jetzt. So, ich hoffe mal, das Feuer ist nicht auf, wenn ich von der Seite ziehe. Ne, das Feuer ist unausbar. Sehr gut. Das ist die olympische Fackel hier, die geht nicht aus. So. Dann fackeln wir mal nicht lange und gehen in den nächsten Raum. Ich konnte nicht anders, es tut mir leid. Ich glaube, ich schaffe das Level am Dienstag, ich habe keine Ahnung. Ich habe es beim letzten Mal nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es diesmal, vielleicht auch nicht. Skylight Twitch, danke fürs Followen. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob ich es schaffe. Bin ich beim Zock mal richtig ausgerastet. Du hast bei Call of Duty Mobile fast dein Handy mal durch den Raum geworfen. Ja, ein paar Mal so. Hatte ich auch schon so meine Momente, wo ich etwas... Ja, etwas not so amused war. So, du sollst nämlich die Fackel hier nehmen. Nein, nicht das Ding. Ah, gut. Geld. Ne, wir sollst ja den hier sollst du ja nehmen. Und dann hier einmal hier außen rum und dann bitte. Und dann bitte hier. Los, Kamera Action und so. Kingdom Hearts. Ja, Kingdom Hearts habe ich auf jeden Fall keinen Bock mehr gehabt. Das war nicht so ausrasten, da hatte ich einfach keinen Bock mehr dann. So, richtig ausrasten war das eigentlich gar nicht. Bei FIFA war schon immer grenzwertig. Das Spiel so richtig ausgerastet. Wenn, dann müsste es privat gewesen sein, wo ich privat irgendwas gespielt habe. Also ein Spiel, ein Let's Play, wo ich jetzt so richtig ausgerastet bin, würde mir jetzt vielleicht bei Crash Bandicoot ein paar Mal oder bei FIFA.
So, und jetzt haben wir diese mühevolle Fahne hierher gebracht. Uiuiui, das ist schwierige Operation gewesen. So, und wahrscheinlich als Belohnung dafür, dass wir ihm das Ding jetzt zurückholen, wird er uns wahrscheinlich jetzt gleich besiegen oder so. Oder versuchen anzugreifen. Wie kommen wir eigentlich an diese riesen Münzen ran? Das sind wahrscheinlich nur irgendwie... Ah, habt ihr es gesehen? Wie so eine Katze einfach nur mal, einfach aus Prinzip hier nochmal die Stuhl umgeschmissen. Ich finde das Spiel cool bis jetzt. Ja, gesehen, ich habe den ersten Teil habe ich mal angespielt gehabt. Damals hat mir schon gefallen gehabt. Von daher finde ich es cool, dass es auf der Switch wieder einen Teil gibt, den ich spielen kann. Irgendwann schaffe ich das Level schon, meint ihr? Naja. Ich schätze euren Optimismus. So, Herr Regisseur, wir haben da was Rotes für Sie im Angebot. Der Geist ist nett. Hier gibt es nette Geister, ich bin mir sicher. Doch, der Geisterhund ist auch nett. Oh, er freut sich. Moment mal, du da, nicht weggehen. Es ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Bist du etwa eine Lok? Na gut. Erstmal locker machen hier und dann hier weitermachen. Dann noch, dazu noch dieser Körperbau, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich glaube, er möchte unser Schauspieler. Du hast das Zeug, zum Star zu werden. Ah, oh, meine Kreativität erwacht endlich wieder zum Leben. Los, los, wir drehen sofort. Wo ist denn meine Crew? Ah, Nummer 5 ist hier. Können wir dann Godzilla spielen? was müssen wir hier tun? Wir folgen ihm einfach mal, unauffällig. Auf jeden Fall ein sehr großes Set hier. Ah, oh, Luigi wird zum Star. Endlich. Wie oft streame ich in der Woche? Momentan streame ich tatsächlich, ja, also an 7 Tagen momentan. Meistens so 8 Streams die Woche. Aktuell. Macht auch echt Laune momentan. Ich habe den Controller fast kaputt bekommen bei FIFA 15. Das ist, ja, Platz 1, aber ja, ich wusste, Godzilla kommt. Ich wusste es. Fast kaputt bekommen. Der Controller funktioniert bis heute. Luigi versus Godzilla. Aber das ist auch, ach, da ist auch ein Geist drin. Da ist ein Geist drunter. Okay. Können wir den blenden irgendwie, den Geist? Ah, oh, shit. Wir können zwar blenden, aber blenden bringt nichts. Das ist echt geil, so mal mit diesen ferngesteuerten Autos noch zwischendurch. Können auch nicht von irgendeiner anderen Seite saugen oder so. Können wir die Attacke hier verwenden? Ah ja, ah, die Kugeln kommen, die Kugeln kommen. Die Kugeln könnten wir doch immer einsaugen sonst. Warum können wir die Kugeln nicht einsaugen? Ah, seltsam. Au! Au, au, au! Ah, da kommt wieder eine Kugel. Nee, das Viech haut immer die Kugeln raus. Ah, es bringt doch nichts, die... Können wir die Kugeln... das Kugel... Warum können wir nichts gegen diese Kugeln unternehmen? Wir können sie auch nicht einsaugen. Kugel, geh weg, Kugel, geh weg. Soll schon wieder springen? Bei ihm springen oder was? Ah, bei ihm springen. Können wir ihn dann irgendwelche Häuser reinhauen oder so? So müssen wir in die Kugel... Ah! Können wir, ihn, wir schmeißen ihn hier von der Insel runter. Ist ja nicht genügend Platz für uns beide auf dieser Insel. Oder können wir hier auch weiterlaufen? Nee. Ah, schlecht. Zurückpusten soll ich das Ding. Funktioniert nicht! Hey, wenn das Monster einen Ball ausspuckt, pustet ihn direkt zurück in seine Richtung. Ah, ich soll den Ball zurückpusten, okay. Oh, wir wären fast unter 50 gekommen hier. Oh, pusten, pusten, pusten! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Na, fast außer Puste, aber nur fast. Exzellent, wirklich exzellent. Weiter so. Oh, okay. Jetzt sieht es langsam cool aus, das Viech. Oh, Feuerkugel. Oh, okay, Feuerkugel nicht zurückpusten. Wir merken uns Feuerkugel nicht zu... Oh, Lebensenergie. Feuerkugel nicht zurückpusten. Grüne Kugeln. Ah, oh, grüne Kugel. Pust, 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 pust. Pust, 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 pust. Pust, 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 pust. Nein, nein, nein. Kann mich nicht blitzen. Ah! Okay, fast hat es mich getroffen, die Kugel. Irgendwie gewinnt er das Booster-Duell hier leicht.
Müssen ihn irgendwie betäuben nochmal. Warum kann ich die Kugel nicht zurückpusten? Egal, wie viel ich puste. Ah, jetzt ist er müde, jetzt ist er müde. Jetzt ist unsere Chance, jetzt ist unsere Chance. Schneller, schneller, schneller. Nein! Ah, ja, Luigi wäre eine Idee. Dann können wir zu zweit pusten hier. Oh, schneller, schneller. Doppelte Attacke hier. Ah, Luigi ist eine gute Idee gewesen. Luigi, ich hätte da wahrscheinlich jetzt wieder ewig gepustet und hätte nicht gecheckt, was ich machen muss. So, auf ihn, auf ihn. Die letzten Meter, jawoll! Exzellente Arbeit, ihr beiden. Ich glaube, hier entsteht gerade ein Meisterwerk. Ah, schießt sie doch. Also, die Effekte sind auf jeden Fall cool. So, was hast du jetzt noch auf Lager? Oh, Feuer, 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 Feuer. Läuft bei mir. Ja, momentan feuert hier auf jeden Fall bei mir. Prost auf euch. So. Alles klar. Und jetzt? Was kommt jetzt noch? Komm, jetzt die letzte Kugel. Gib uns die Kugel. Oh, lass doch Luigi in Ruhe. Luigi tut dir doch nichts. Läuft bei mir. Ja, ja. Ah, große Kugel, große Kugel. Luigi. Luigi, Luigi, Luigi. Oh, mit Anlauf hier. So, zu zweit schaffen wir das. Oh, Luigi, du musst doch schon drauf pusten. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt ist deine große Chance, zum Star zu werden. Voller R-Power hier. Hello there. Yeah. Godzilla ist besiegt. Nice. Aber das war nicht alles. Da ist immer noch ein Geist drinne. Und den holen wir uns. Das hier ist wahre Kunst. Naja. Ja. Hat sich gleich ausgekunstet hier. So, da geht die Lebensenergie aber runter von unserem Geist. Wobei, wenn er tot ist, hat er Todesenergie. Bin mir nicht sicher. So, easy. Gut, cut. Da freut er sich. Hier ist der Regisseur alles. Der ist auch gleichzeitig Kameramann und Cutter und macht alles. Nice! Kriegen wir das einfach so, das Ding? Der gibt uns das wirklich einfach so? Ein Geist, der nett ist? Der nicht mit uns kämpfen will? Jetzt auch Quicktime-Events hier. Ja, ja, aber das habe ich gerade noch geschafft. I'm a star. Ich glaube, ich habe sogar automatisch B gedrückt, oder? Ich muss erst richtig... Nee, ich habe B gedrückt. Ich glaube, ich habe wirklich B gedrückt die ganze Zeit. Ich habe nicht A gedrückt. Ich glaube, ich habe tatsächlich B... Aber nee, es hat doch funktioniert. Also ich habe das A auf der Xbox, was hier das B ist, habe ich gedrückt. Okay, wo ist er? Ich bin gerade eben der Regisseur. Ist er jetzt im Schnittraum hier? Ah ja, hier ist er. So, kann man dir helfen? Mein Film ist fast fertig, fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Das erfordert nämlich allerhöchste Konzentration. Okay, man kann ihn blitzen, aber... Okay, der ist so beschäftigt hier, dass man ihn... Ich soll ihn töten, okay, ich soll ihn töten. Man kann ihn einen sagen, man muss aber nicht. Hey, er hat uns immerhin gerade Godzilla auf dem Hals gehetzt. Komm, dann saugen wir ihn ein. So, auf ihn mit Gebrüll. Auf ihn mit Gebrüll. Nein, nicht töten. Ja, was jetzt, Chat? Guck mal, kann gerade einer von den Mods eine ganz kurze Umfrage raushauen, wenn gerade einer da ist. Ob wir ihn angreifen sollen oder nicht. Ich kann den Film nachher ansehen. Okay, okay, okay. Soll ich den Regisseur, wo kann man den Film ansehen? Aber der ist ja momentan noch am Arbeiten, da kann ich momentan eh noch keinen Film einsaugen. Einsaugen, nicht töten, töten. Ah! Bei dem Set möchte ich aber auch nicht unbedingt bei der Verpflegung dabei sein. Keine Gnade, nein, nein, oh. Schwierig, ne? Gerade kein Mod da, der kurz eine Umfrage machen kann. Auf dem Handy gerade kein Mod da. Ah. Okay, dann nicht, dann nicht. Dann lassen wir ihn erstmal noch leben, dann lassen wir ihn mal noch leben. Ich kann den Film sonst nicht anschauen. Ah, okay, okay, okay. Geist einsaugen. Ah, die Umfrage ist da. Vielen Dank an die Mods, die hier so schnell da waren mit der Umfrage hier. So, ja, schauen wir mal, wie ihr hier abstimmt. Jetzt habt ihr die Wahl abzustimmen. Sollen wir den Geist einsaugen oder nicht? Nein, nein, nein. Oh, ne, ja, 89%. Da haben wir wieder irgendwie reingepayt hier, oder? 43 Stimmen schon? Nee. Nee, okay, okay. Die Abstimmung ist definitiv da, ja. Okay, nee, dann ich glaube... Ja, nee, das ist so eindeutig hier. Ich soll ihn nicht einsaugen. Seht ihr mal, ich höre auf euch. Ich tue es später. Okay, okay, okay.
Wer ist Nummer 1 Subgifter? Das siehst du sogar bei Ausrufezeichen Technik, da siehst du eine Tabelle. Aber ich weiß auch so, dass es Ehren-Dave auf jeden Fall ist. Subgifter Nummer 1, glaube ich, oder? Müsste Ehren-Dave sein. Der so viele Subs wieder rausgehauen hat in dem Monaton. Müsste wahrscheinlich Ehren-Dave oder Wolf sein. Ich weiß nicht. Nee, es müsste Ehren-Dave wahrscheinlich sein. So, man kann nur einmal abstimmen. Okay, sehr gut. Ah, Ehren-Dave. Ja, Ehren-Dave bestimmt. So, Ausrufezeichen Technik. Ach, deine Abstimmung ist immer ohne Reinpain. Deine sind immer. Bei deinen geht's fair zu. Ah, okay, verstehe. So, wir haben's geschafft. Wir kommen in der nächsten Etage an. Katze! Ey, Katze, nicht cool. Katze, nicht cool. Aus. Böse Katze. Und wieder zurück. Ja, die Abstimmung war auf jeden Fall eindeutig. Den Geist nicht einsaugen. Na gut, dafür gehen wir jetzt auf Katzenjagd. Wo ist die Katze? Ja, komm doch hier. Sei ein liebes Kätzchen. Komm her. Bleib bei mir. Oh, Katze weg. Katze weg. Also mal gucken, ob die Katze in einen der Räume hier reingegangen ist. Arme Katze, genau. Die wollen nur spielen, die Katze. Hier sieht's nicht nach Katze aus. Wobei, hier war sie drinnen, die Kamera ist umgefallen. Vielleicht hat sie sich hier drinnen versteckt. Von was haben wir eigentlich diesen Kopf noch mitgenommen? Hat auch nichts gebracht. Wir gucken mal vorher rein. Nee, ich glaube, die Katze ist nicht im Brunnen gefallen. Nee, das definitiv nicht. Dasselbe Level nochmal, ja. Du hast dir gerade Nintendo Network gekauft, das ist richtig, ja. Kriegst du nach dem Stream, wenn ich eh schon an der Switch bin, werde ich das natürlich gleich machen. Kannst du nächstes Mal dann nächste Woche auch bei Mario Kart 8 mitspielen. Wobei, nächste Woche gibt es kein Mario Kart 8, übernächste Woche wieder. Nach diesem LP werde ich Katzen nicht mehr mögen. Doch, ich mag immer Katzen. Ich mochte auch Katzen noch nach Cats and Dogs. Blöder Film. Ganz blöder Film. Findest du das Polterkätzchen nicht mehr, Luigi? Dann probier's mal mit der Düsterlampe. Ah. Okay. Manchmal dann lassen Geister Spuren an den Orten, an denen sie gewesen sind. Leuchte alles mit der Düsterlampe ab und halte die Augen offen. Jo, hier ist aber keine Düsterlampe. Hier sehe ich keine Pfotenspuren, oder? Aber hier ist ja die Kamera umgefallen. Hier müssen doch irgendwo Pfoten. Die kann mir nicht erzählen, dass die Kamera von alleine umgefallen ist. Aber safe die Katze dran, aber ganz safe. Hier so. Schauen wir mal hier. Ah! Da sieht's doch gut. Die Katze ist anscheinend hier reingegangen. Das wäre eh der nächste gewesen, den ich ausprobiert hätte. Doch, der Ausrufezeichen Technik-Link ist richtig. Weil da ist nämlich auch die Tabelle unter anderem. Das führt nämlich zu meiner Kanalinfo. Und bei der Kanalinfo ist auch die Tabelle mit dabei. Duell. Okay. Das wird ein kurzes Duell hier. Ah, ich sehe, es könnte doch ein längeres Duell werden. So, indem wir nämlich hier direkt auf die draufschlagen, auf die Kollegen. Irgendwas stand da gerade links unten. Ich hab's noch nicht schnell genug gesehen. Oh nein, nicht die Feuerwehrtypen wieder. Falsche Taste. Jetzt haben sie aber komische Waffen hier. Warte, wie mache ich die Attacke? Achso, so mache ich die Attacke, gell? Oh, so. Alles schön ausblitzen hier. Und dann gleich die nächste wieder angreifen. Bitteschön. Da. Auf sie mit Gebrüll. So, und den hier auch gleich noch weghauen. Und zwar auf den da drauf. Was ist mit dir los? Lebensenergie. So, mal kurz ihn hier. Da war er auf der Hut, aber das hat ihm nichts gebracht. Geister mit Geistern besiegen, genau. So funktioniert das. Der ist noch da. Irgendwo ist er noch. Wo kommt er wieder raus? Da ist er. Ich dachte, er kann sich von hinten anschleichen, aber nicht mit uns. So, eingesaugt. Dum-dum-dum-dum. Und jetzt gehen wir wieder auf Katzensuche. Wo ist das Kätzchen? Da ist das Kätzchen hingelaufen. Kätzchen ist da reingelaufen in die Tür. Kätzchen. Irgendwie hat die einen interessanten Schweif. Na dann. Überraschung. Nein, Katze bleibt da. Oh, die arme Katze versteckt sich vor uns. Bleib da. Nicht verstecken, Katze.
Okay, das Versteckenspiel können wir jetzt, glaube ich, lange spielen. Aber nicht ewig. Was passiert hier? Nichts Gutes. Oh, shit! Was ist... Oh, okay, Katze. Du warst mir vorher wesentlich sympathischer, muss ich sagen. Komm da wieder runter. Irgendwas, was wir auf sich schon mal erschleudern können? Nee, irgendwas, was wir hier so ein Ding... Ah, nee, die können wir nicht auf sich schleudern. Irgendwas anderes, was wir hier haben. Feuerlöscher. Ah, das können wir auf sie schleudern. Okay. Filmklappe ist weg. Ah, die Dinger können wir auch nehmen, okay. So, anvisieren, anvisieren und Feuer gleich. Wenn das volle Kätzchen sich dir nähert, setze genau im richtigen Moment den Stroboblitz ein. Okay. Das Kätzchen nähert sich mir aber nicht. Das ist eher untergenähert. Oder es hat den Highground hier auch, das ist gefährlich. Müsste das der Hund nicht auch können? Wie komme ich da hoch? Müssen wir den anderen... Müssen wir hier... Ah, vielleicht können wir Feuer machen. Ah, ne, die Kamera ist ja aus. Ah, Blitz! Ah. Ich dachte, wir können die Kamera... Ah, die haut immer gleich ab, wenn wir sie... Wenn wir sie blitzen. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Hoppa! Ah, ich muss... Ah. Ich muss mich umdrehen, wenn... Ah, sie... Ah, es ist quasi wie beim Gespenstern, wie bei Buhu. Man warten muss, bis die Danzen nah dran ist und dann sich anschleicht und dann angreifen will. Und dann Licht machen. Mäh. Anschauen und warten. Also näher als so geht er wohl nicht. Die wäre jeden Moment gesprungen. Das ist gefährlich. Ah, okay, die richtet sich noch auf. Okay, sie richtet sich noch auf. Geduldig haben muss. Ich will aber nicht sterben. Ah. So werden wir so los hier. Ah, okay. Der können wir nur Schaden machen, indem wir auf sie draufschlagen. So. Nein, sie hat doch eine Lebensenergie. Was? Achso, wir haben quasi einen Teil ihres bösen Geistes eingesaugt. Ah, schade. Problem ist, dass wir immer noch das Ding brauchen hier von der Katze. Wir brauchen immer noch den Schlüsselknopf, um in die nächste Etage zu kommen. Armes Kätzchen, ja, ja. Aber echt armes Kätzchen. Das ist bloß vom Geist heimgesucht. Eigentlich ist das eine ganz liebe Katze, da bin ich mir sicher. Da ist sie. Bleib da. Bleib da, bleib da, bleib da. Wie kommen wir da hoch? Bleib da, bleib da, bleib da. Jetzt läuft sie die ganze Zeit da oben rum. Irgendwas hoch. Irgendwie müssen wir da eh hochkommen, oder? Irgendwie muss er eh da eine Möglichkeit geben, hochzukommen. Hier haben wir noch ein Mikrofon. Hebebühne? Was für eine Hebebühne? Da links war eine Hebebühne. Ah, da vielleicht. Ja, das klingt nach einem besseren Plan. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Dann mit Luigi wahrscheinlich hier die Hebebühne. Ja, genau. Hatte ich richtig vermutet gehabt. So, nein, weiter pusten und dann schnell hier gewechselt. Ah, das ist aber auch gefährlich, was wir hier oben tun. So, wir kriegen, jetzt haben wir den zumindest mal runtergeschmissen, jetzt können wir dann... Ach, Luigi, fall doch nicht runter. Luigi, kurz mal ausmachen, wieder anmachen. Ich dachte nicht, dass er runterfallen kann, ich dachte, der bleibt da automatisch drauf, wenn man zu weit an die Seite geht. Offensichtlich war das nicht der Fall. So, einmal der Katze den Weg abschneiden. Wir gehen möglichst nicht mehr so weit rein. Müsste der Geisterhund das nicht auch können? Was? Was? Was müsste der auch können? Okay, jetzt bleibt sie aber... Jetzt bleibt sie unten? Nein. Jetzt haut sie wieder ab. Ah, was? Nein, sie geht in den Boden rein. Na super. Ja, oh no, trifft's ganz gut. Also die ist echt zum Verzweifeln hier. Jetzt kannst du wieder runtergehen, Louis. Jetzt fällt er plötzlich nicht mehr runter, selbst wenn ich mich bemühe. Ach da, man kann nur auf einer Seite runterfallen, okay. Zieht keine Lebensenergie ab, deswegen habe ich das mal gemacht. So, und dann haben wir jetzt noch das Ding hier. Ah, das können wir vielleicht auch ins Feuer reinhalten, dann der Eis, in der, nee, das brennt ja nicht mehr hier. Hier brennt ja nichts mehr. Hier brennt ja nichts mehr, das heißt, das Ding können wir ja auch nicht enteisen. Oder? Nee. Ja, die Fackel, aber die Fackel, die kriegen wir ja nur wieder.
Ah, die Fackel brennt noch. Ah ja, wenn die Fackel noch brennt, dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. Schauen wir mal, ob die Fackel noch brennt. Ob das olympische Feuer noch nicht erloschen ist hier. Ob wir da Glück haben, ob die Fackel noch hier brennt irgendwo. Ah, die Fackel haben wir, glaube ich, da drinnen gelassen. Ja, genau, ich sehe die Fackel sogar schon. Ah. Einmal aufmachen, bitteschön. Jetzt kommen wir gleich wieder die Spinne raus. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ich sage, jetzt kommt gleich wieder die Spinne raus. Kommen wir jetzt da nicht mehr rein, das Ding? Oder habe ich es jetzt gerade nur verkackt gehabt? Nee, kommt nicht mehr. Ah, ich krieg's nicht mehr auf. Ich krieg's nicht mehr auf. Das ist auch geil. Ich krieg's nicht mehr auf. Schön. Ah nee, ich drücke die ganze Zeit B, glaube ich. Ah nee, wir können die Fackel einfach... Oder wir holen die Fackel einfach durch das Ding durch raus. Oder so, oder so. Oder so, ja. Wir haben es geschafft, das ist das, was zählt. Nee, es ist, glaube ich, kein Bug. Ich drück, glaube ich, ich habe nicht A, sondern B gedrückt, glaube ich. Das Polterkätzchen ist irgendwie durch den Boden nach unten verschwunden. Vielleicht solltest du dich eine Etage unter dieser umsehen, Luigi. Jo, 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 jo. Ab nach unten, ab nach unten. Ups. Ey, da. Ich hab gesagt, da durchgehen, haben wir gesagt hier. So, und dann können wir auch gleich noch eine Etage weiter nach unten gehen. Dann haben wir aber die... Ah, den Film soll ich noch anschauen. Genau, habt ihr noch vorhin die ganze Zeit gesagt. Drabo der Hacker, ja, auf jeden Fall. Okay, er scheint hier aber noch am Werkeln zu sein. Oder? Wie weit bist du? Mein Film ist fast fertig. Fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Die erfordern nämlich allerhöchste Konzentration. Jo, nö. Film ist noch nicht fertig. Wait for it, wait for it. Nein, noch ist der Film nicht fertig. So, wir waren aber auf jeden Fall in allen Räumen drin. Die Etage ist relativ klein hier. Ist das die Katze? Nee, das ist nicht die Katze. Das ist irgendein anderer Geist. Oh! Kann ich auch? Kann ich auch? Oh, schön, weg, 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 weg. Oh, jetzt zieh ich mir zumindest eine 10 ab, aber... Okay, können wir den hier... Ah ja, so, so, so. Ah, komm her, komm her, komm her, komm her. So, ah, dann können wir ihn umschmeißen und dann... Hä? Au, 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 au. Okay, umschmeißen können wir ihn. Du sollst mal treffen hier. So. Ups, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ah, ziehen, 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 ziehen. Ach, Schattenlampe. Ah, Schattenlampe. Was bringt die Schattenlampe? Ah, okay, da können wir ihn langsam quasi umwandeln wieder. Ah, da können wir die Dinger da raus... Oh, Schattenlampe wäre jetzt auch nicht meine erste Idee gewesen. Bleib da, bleib da. Nein, bleib da. Ah. Wir haben den Geist besiegt. Sie haben uns nicht die Kugel gegeben. So, damit kommen wir ja wieder vorne raus. Dann brauchen wir nicht wieder nach hinten durchlaufen, oder? Müssen wir jetzt ja direkt hier vorne wieder rauskommen. Ah, perfetto. Ich meine immer noch, dass hier... Das kann nicht sein, dass das Ding sich einfach so bewegt, so random. Irgendwas ist ja noch, aber... Wir werden es nicht herausfinden. Aua. Au, oh, shit. Shit, shit, shit. So, können wir den bitte... Nein, 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 nicht meine Lebensenergie noch abziehen hier. Wir schaffen das mit über 50% hier. So, den nächsten bitte auch gleich einsaugen. Dankeschön, dankeschön. Und... Huh! Das ist immer relativ knapp tatsächlich, ob man über 50 bleibt oder nicht. 3 Treffer sind es, dann ist man unter 50. Düsterlampe, nicht Dunkellampe. Entschuldigung. Alles klar. Oh, haben wir eine neue Taschenlampe? Ich dachte, wir kriegen eine neue Taschenlampe. So, und dann... Geht jetzt eine Etage weiter nach unten, würde ich sagen. So, wo waren wir jetzt? Jetzt kommen wir gerade im 8. Waren wir. Das heißt, wir müssen jetzt in... Also eigentlich müssen wir in 7., aber die sind ja quasi parallel... Also eigentlich müssen wir in 7., aber der hier ist ja einen drunter. Deswegen bin ich jetzt gerade noch ein bisschen verwirrt. Spukschloss. Müssen wir ins Schloss? Aber eigentlich ist der... Nee, schon die 7. Okay, Chat sagt 7. Alles klar. Dann ab in die 7... Moderation kann die Umfrage beenden, die Vorhersage beenden. Ich habe es auf jeden Fall geschafft hier. Ich habe es geschafft, über 50% der Lebensenergie zu behalten. Nice, nice, nice. Hier das, die Etage war auf jeden Fall ein voller Erfolg, würde ich sagen. Auch wenn es etwas zu rätsellastig für meinen Geschmack war. Ah, bei den Blumen sind wir wieder. Auf die Blumen, fertig, los. Können natürlich auch gleich schon wieder die nächste Vorhersage machen, wenn ihr schon dabei seid. Ah, da kriegen wir leere Lebensenergie, das ist wichtig, das ist wichtig. Wichtig, wichtig. Au! Was war das? Was bist du? Das ist eine Schlange. Au! Shit, shit. Was muss ich hier machen gegen die Schlange?
kann nichts mehr machen gegen die Schlange. Ah, doch. Blitzen. Blitzen, Lichtdingsen ist auf jeden Fall die richtige Lösung. So. Hier ist erstmal nichts. Wir können mal gucken, ob wir die Katzenspuren hier irgendwo sehen. Aber ich sehe momentan keine Katzenspuren. Wir gehen mal weiter hier. Kommen jetzt wieder in diesen Hauptbereich hier. Genau, okay. Kommen wir jetzt darüber hier irgendwo. Da oben sind Bienen oder sowas in der Art. Wo ist die Katze? Katze, wir haben ja keine Katze. Doch, da sind Katzen. Ich habe Katzenspuren entdeckt. So, mal gucken, ob wir hier über 50% bleiben. Ihr könnt jetzt wieder hier bei der Vorhersage mitmachen. Okay, wir müssen anscheinend nach oben. Ah, shit. Shit. Shit, wie viele sind das? Alle, einmal bitte einmal alle einsaugen zum Mitnehmen. Dankeschön. Oh, das war gut. Nice. Da sind wir auch schon wieder bei 84%. Für alle Buhus gibt es eine neue Lampe. Ah, okay. Schauen wir mal, ob wir hier nochmal einen Buhu entdecken irgendwann. Jetzt gehen wir erstmal hier nach oben auf Katzensuche. Ah ja, wir sind hier definitiv... Was hat denn die Katze für Fußabdrücke? Sieht eher so, das ist eine Ente. Das sind ja keine Katzenpfoten. Sieht aus wie eine Ente. Oder? Ich sehe nur, dass sie Quark macht. Nee, da ist sie anscheinend nicht rein. Ah doch, hier geht's weiter. Hier ist sie hin. Ist sie hier dann weiter? Ah, sie ist da rüber gesprungen. Ah, okay. Na dann, einmal ansaugen hier und möglichst nicht runterfallen. So, das Ding ansaugen. Von wo mussten wir... Ah, von da. Ah, von hier aus mussten wir das machen. Okay. War gerade von der Kameraperspektive nicht genau zu sehen, wo wir das machen müssen. So, hier geht's aber auf jeden Fall weiter. So, ihr könnt gerade abstimmen im Chat, was süßer ist. Geisterhund oder Geisterkatze? Da ist auf jeden Fall die Geisterkatze. Hello there. Hä? Von dem war sie mir doch hier noch angezeigt. Ach, sie ist hier die Wand hochgegangen. Irgendwie hier, es scheint was zu sein. Wir tun mal hier ein bisschen die Wandverkleidung wegmachen. Das Gefühl, wir haben bald hier noch einen Katzenbosskampf. Luigi's Mansion ist dein Lieblingsspiel auf der Switch. Oh, okay. Ich glaube, meins war tatsächlich Super Mario Odyssey. Bis jetzt. Auf der Switch. Das ist echt cool gewesen. Aber das hier ist auch sehr cool. Also Spaß macht das hier auf jeden Fall auch. Ach, die ist im Schrank drin, die Katze. Na dann, öffnen wir den Schrank. Das ist schön, wie Luigi sich erschreckt, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass sie da drin ist. Jetzt ist sie wahrscheinlich in einem Bett oder so, oder? Nicht in die... Hä? Sie ist so gerade irgendwie... Sie ist so definitiv in die Kisten hier rein. Hä? Wo ist sie hin? Was mich ein bisschen stört, ist, dass Luigi nicht springen kann. Wenn Luigi springen könnte, wäre das irgendwie praktischer. Schauen wir mal, wo die Spuren hinführen. Da sind auf jeden Fall Spuren, aber das sind bloß die Spuren hier rüber. Dann ist sie ja hier rüber gelaufen eigentlich. Ich glaube, wir müssen doch wieder in den Nebenraum gehen. Wahrscheinlich hat sie es irgendwie geschafft, in den Nebenraum zu gehen. Irgendwie schafft sie es immer, in den Nebenraum zu gehen. Na, wir gehen mal hier weiter. So, schauen wir mal, ob wir hier mehr Glück haben. Ob hier irgendwie Katze zu sehen ist. Na, hier ist definitiv nichts Katze. Na, so, doch nochmal in den anderen Raum schauen. Die Blumen könnten wir, doch auch irgendwie... Ah, genau, die könnten wir so, können wir die kaputt machen, die Blumen. So, einmal die Blumen erleuchten hier. Aber die Katze versteckt sich in der Blume, eine Blumenkatze. Haha. Wie passend, meine Katze hieß ja damals Blümchen, die wir hatten. Deswegen passt das hier auf jeden Fall, dass die Katze in die Blumen reingeht. So, komm mal raus aus den Blumen. Ah. Jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie. Jawohl, oh shit. Mal sehen. Müssen wir wahrscheinlich wieder dieselbe Taktik wie vorhin fahren, oder? Bin ich da? Zu früh. Läuft bei mir. Okay, alles klar. Prost auf euch. Nochmal in Ruhe denen hier. Die muss ganz stehen, gell? Wegen der Champions ist es auch mein Liebling, oder? Was? Ja. Gibt's doch nicht. So, was? Der Hund, der Geisterhund ist süßer als die Geisterkatze. Ja, süß ist die Katze nicht, das gebe ich ja zu. Also, süß, also zumindest wenn sie in der großen Form ist, ist sie definitiv nicht süß. Hä? Wie schnell muss ich mich denn umdrehen? Wenn sie schreit, okay. Schauen wir mal, ob sie schreit hier nochmal. War meine Katze auch so leicht zu durchschauen wie die Geisterkatze hier? Nein. Ah, jetzt habe ich den Moment auf jeden Fall
Die leuchtet ja dann auch so auf. Man sieht es ja wirklich, wenn sie aufleuchtet. So. Weg mit ihr. Gib her, gib her. Ah. Mistviech. Die will nur spielen. Ja. Dann soll sie mal bitte hier unseren Aufzugknopf auskotzen. Dann kann sie gerne spielen. Dann spielen wir auch gerne mit ihr. Auch vorher hätten wir noch gerne den Knopf. Mario Maker 2 finde ich absolut genial. Ja, bestes Switch-Spiel. Nicht. Wobei, offline kann es ja sein, dass das Spiel ganz gut ist. Aber der Online-Modus, der ist echt... Nein, nicht aus dem Fenster raus. Bleib da. Nein. Na toll. Die sehen wir nicht wieder. Wieder eine Etage nach oben, oder? Ah, aber wir können ja hier zumindest raus wieder. Wir können ja hier weiter nach oben gehen. Genau, hier ging es ja noch weiter. Die ist nicht gefährlich. Ja, so ein bisschen gefährlich ist die Katze schon. Ich glaube, wenn sie einen angreift, dann kann die durchaus auch ein bisschen gefährlich sein. Ah, Spinnies. Glaube ich, Spinne. Gar nicht gesehen gehabt euch. So, einmal einsaugen bitte. Und die letzte auch noch. Ah, das ist noch eine goldene, glaube ich. Ich meine da noch eine goldene hier gesehen zu haben in der Ecke. Ja, die denkt, sie kann sich verstecken. Verstecken, verstecken. Aber nicht mit uns. Komm raus, komm aus der Ecke raus. Jawohl, ja. Auch die goldene Spinne. Sie hat sich echt schlecht versteckt. Man hat sie fast nicht gesehen. Das Lag-Feature hat dir besonders gefallen bei Super Mario Maker. Ja, es war ganz, ganz toll war das. Und du bist? Wer bist du? Können wir hier... Ah, okay, hier können wir ziehen bei ihm. Ah, da brauchen wir Luigi noch, okay. Ziehen wir an beiden Seiten gleichzeitig. Okay. Und dann können wir ihn einfach direkt besiegen. Oh, der war easy. Aber witzig, es war mal wieder ein anderer Geist. Wir treffen tatsächlich noch auf andere Geister offensichtlich. Zum Ansehen war Super Mario Maker 2 schon witzig. Ja, nee, aber das muss nicht wieder sein. Also wie gesagt, auch wenn man es offline spielt, glaube ich, könnte es auch, ist es bestimmt ganz cooles Spiel, auch wenn man die Level offline spielt und nicht so lange, aber online mit anderen zusammen war ja eine Katastrophe. So, hier müsste eigentlich die Katze... Ja, da ist doch was. Na, was leuchtet denn hier so Schönes? Ich würde sagen, wir machen mal Licht. Bringen wir ein bisschen links Licht ins Dunkel. Da brauchen wir, glaube ich, Luigi, um da hinzukommen, oder? Luigi. Luigi, zieh dich mal da durch, bitte. Nee, Luigi ist ja nicht die Lösung. Können wir hier Wasser reinlassen? Wir können hier Wasser vielleicht reinlassen. Und Katzen mögen doch kein Wasser, oder? Na? Na? Wo bleibt die Katze? Scheiße, der Katze scheint das Wasser ziemlich egal zu sein. Wir müssen nur die Melonen irgendwie... Können wir die vielleicht anvisieren, die Melonen damit? Nee, oder? Nee, das geht nicht. Katastrophe, ja, definitiv Katastrophe. Habe ich einen schon gespielt, einen Spielstand bei, von Lego Worlds bei mir. Irgendwo habe ich den bestimmt bei... Lego Worlds haben wir auf dem PC gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, müsste bei Steam noch gespeichert sein, oder? Komm hier an die Katze ran. Das bringt ja nichts offensichtlich. Ich kann hier zwar überall hinleuchten, ich weiß auch, wo die Katze ist, aber da rein komme ich ja trotzdem nicht. Blöden Melonen gehen da nicht weg. Die große Melone? Was soll ich mit der großen Melone? Ja. Können wir hier? Können wir noch aus dem Klo? Können wir noch was raussaugen hier? Ach, die können wir jetzt bewegen plötzlich. Okay. Ah, da brauchen wir zweimal. Da brauchen wir etwas Unterstützung, damit das hier klappt. So. Nein, du sollst den Satz nicht hier... So, einmal ziehen, bitteschön. Dann nochmal den zweiten bitte mitnehmen zum Ziehen hier. So, Doppelziel besser. Da ist die Geisterkatze. Geisterkatze bleibt da. Komm da raus. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, das Wasser wieder anmachen, oder? Wir sehen ja noch ein bisschen mehr Wasser hier für sie. Eine Wasserkatze hier wird. Irgendwie sieht das ein bisschen seltsam aus, wo das Wasser kommt. Nicht die Katze ersäuft. Irgendwie tut mir die Katze ein bisschen leid jetzt. Können wir bitte aufhören, die Katze zu ertränken? Oh, die Katze tut mir nicht mehr leid. Ich bin gar nicht da. Au! Das ist neu gewesen. Das war neu, dass sie uns da rumschmeißt. Ich hab vielleicht Knochen, vielleicht brauche ich einen Hund. Nee, der Knochen heißt bloß, dass ich gestorben bin. Aber lass doch den Luigi in Ruhe, den brauchen wir nicht. Mich sollst du angreifen, na komm zu mir.
Action! Ach! Ich werde sie noch zu hassen lernen. Ja, ich hasse sie. Sie ist jetzt schon nervig, die Katze auf jeden Fall. Sehr, sehr nervig. Was soll ich denn machen, Katze? Greif mal von der Seite an, wo ich dich auch dann verwirren kann. Na, ah, schon wieder zu kurz. Schon wieder zu kurz. Oh, diese Katze, ey. Diese Katze ist echt, ich sehe dich sogar im Spiegel, Katze. Du weißt genau, dass ich dich sehe. So, aufrichten. Ja! Buja! Buja, buja, buja. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Jawoll, ja. Gute Reise, So. Ja, sie kotzt! Ich habe mich noch nie so gefreut, eine Katze kotzen zu sehen wie diese Katze. Egal, wiederkommen kann sie ja gerne. Hauptsache, wir haben unseren Aufzugknopf jetzt endlich bekommen. Nice. Du findest die. Was? Geisterente? Ich sehe keine Geisterente. Kommt vielleicht noch. Bitte nicht spoilern hier. So, können wir jetzt hier einen Sprung nach unten wagen? Oder müssen wir wirklich wieder runterlaufen? Nein, müssen wieder runterlaufen. Okay, aber auf dem Weg nach unten ist bestimmt auch wieder irgendein Geist oder so. Irgendwas begeistert uns doch hier immer. Oder? Schauen wir nochmal hier kurz rein. Oh ja, hier ist so ein... Ne, hier ist nichts drin, ne? Oder? Da? Da vielleicht? Irgendwas ist da noch auf jeden Fall. Aua. Ne, da gehen wir nicht hin, das ist gefährlich. Da waren wir auch schon mal drin, ne? So, ich glaube, wir müssen eher nach da weiter unten gehen. Erstmal nach hier weiter unten gehen und dann wieder rausgehen. Dann fahren wir jetzt in den anderen Stock gleich, aber das ist noch nicht geschafft hier, das Abteil hier. Weil wenn ich was gelernt habe, dann dass man A hier runterfallen kann und B hier rüber gehen muss, damit man überhaupt darüber kommt. Au. Ich wollte natürlich nur nochmal testen, ob das auch wirklich funktioniert hier. Schade, dass man nicht einfach runterfallen kann und dann unten weiterlaufen kann. Das wäre irgendwie praktischer. Kann man die hier raus? Ah ja, die kann man... Ah! Ah, ist das ein geheimer... Ah, ja, das ist mehr oder weniger geheim. Auf jeden Fall gab es hier noch einige Münzen. Oh, noch mehr Münzen. Komm, keine Münze wird zurückgelassen hier. Keine Münze wird zurückgelassen. Wollen ja doch keine einsamen Münzen zurücklassen. Du bist von mir völlig begeistert. Haben dich jetzt... Nee, mich haben dann alle guten Geister verlassen. Wobei, dann wärst du ein böser Geist. Nee, ein böser Geist bist du nicht. Also haben mich die guten Geister noch nicht alle verlassen. Vorsicht, du bist ein Geist. Du hast jetzt offiziell 30.000 gesammelt, Kanalpunkte. Sehr gut, sehr gut. So. Schade, dass ich nicht 150 Herzen abgezogen bekommen habe. Ja, warte mal ab hier. Die Ratten, die tun gerade ihr Übriges. Normalerweise kamen die letzten Male, kam ja auch immer so ganz kurz vom Ende vom, von der Etage, kam ja auch nochmal ein Geist für gewöhnlich. Weil es hier tatsächlich jetzt ein bisschen Backtracking hat, das Spiel. Also, dass man quasi nochmal in die alten Etagen rein muss, ob man will oder nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber hier, oder? Jetzt dürfen wir wirklich mal in den 9. Stock fahren. Einmal zumachen, bitte. Und dann rein damit. Renn einfach, genau. In den nächsten Stock. Das ist dein erster Stream auf Twitch. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du den Weg gefunden hast. 9. Stock schon. Ja, ist auch schon der 3. Stream. Und es sind noch einige Stockwerke vor uns. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also da haben wir schon noch ein bisschen was vor uns hier. So, ab ins Museum. Nachts im Museum ist jetzt angesagt. Aber das sah relativ klein aus hier gerade, das Level. Schau mal, also die Umfrage könnt ihr auf jeden Fall abschließen. Wir haben es auf jeden Fall lebendig durch die Etage gerade eben geschafft. Könnt ihr natürlich dann auch gleich die nächste Vorhersage für die nächste Etage hier reinhauen, ob ich es hier schaffe. Ah, Knochenetage ist hier auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall hier ein Knochenjob wieder, das hier zu machen. Ah, Mods, ihr seid die Besten. Direkt hier gleich wieder ist abgeschlossen. Ist auch dein erster Stream? Nein, das ist nicht dein erster Stream, dass du dabei bist. Ich kann mir ein paar Namen dann doch merken. So. Hier haben wir auf jeden Fall Raben. Ah ja, Dinos gibt es hier auf jeden Fall auch. War da schon eine Vorhersage für Super Mario Odyssey? Nee, Odyssey kam früher raus als das Spiel hier, oder? Da sind Triceratops da unten, ein Triceratops-Kugelschreiber. Oh, hier ist doch der Museumsdirektor oder so. Ist hier jemand drin? Ah, Vorhersage hat übrigens wieder begonnen. Werde ich hier unter 50% sinken oder nicht? Könnt ihr jetzt gleich mitmachen. So, hier haben wir auf jeden Fall dicke Eier. Da fehlt aber ein Ei. Ey, da fehlt ein Ei. Wir brauchen Ei. Oh, riesiger Triceratops. Oh, Vogel bleibt da. Egal. Zumindest können wir hier gleich mal hier ein bisschen Randale machen, oder?
Können wir hier Randale machen? Ich wollte ein bisschen höher sollst du schießen. Ich streng mich immer an hier. Also hier gleich wieder mitmachen, Kanalpunkte verdienen. Werde hier meine Lebensenergie unter 50 sinken oder nicht? So viele Triceratops. Ah, oh, ist schon geil. Wahrscheinlich ist es dann kein Triceratops und ich sag bloß wieder den falschen. Aber ich glaube, es sind Triceratops, oder? Ups. Bosskampf ist cool hier, alles klar. So, die hier sind auf jeden Fall gleich erledigt. Weiß nicht, ob man was bekommt, wenn man alle erledigt. Ah, ein letzter Vogel ist noch da. Der soll jetzt... Ups, genau. Haben wir alle Vögel. Gibt es irgendwie einen besonderen Bonus, wenn man alle hat? Ne, offensichtlich nicht. Da ist noch ein Sparschwein drin. Wie kriegen wir diese Dinger hier auf? Schieße ich bloß immer zu niedrig? Ne, die kann man hier nicht abschießen. Okay. Es nützt nichts, wenn hier Leute schreien, dass ihr ihr erster Stream ist, wenn ich genau weiß, dass ihr jedes Mal dabei seid. Ich glaub euch das nicht. Ich glaub euch das einfach nicht. Ah, jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite hier. Oh ja, der sieht auch hier schon... Der sieht auch schon ein bisschen aus, als würde er da schon ein bisschen länger drin sein. Ich höre irgendwie hier Ratten schon wieder. Warum ist das hier angemalt, das Ding hier? Verdächtig hier, oder? Ich finde das verdächtig. Alles Lügen. So. Nope, ich glaube, dann sind wir hier auf durch. Ne, da müssen wir in einen anderen Raum reisen. Das ist echt nicht großes Museum. Das ist ja quasi nur der eine Gang da, oder? Also im Vergleich zum anderen, im Vergleich zum Beispiel zu der Burg oder so, das war ja riesig, das Burglevel. So, einmal hier ziehen. Und dann brauchen wir gleich noch Luigi. Da sehe ich mich doch hier. Du bist gerade zurück vom Lernen. Alles klar, was hast du gelernt? War es erfolgreich? Hast du es dir gemerkt? Oh yeah. Ob das Viech ist, was wir bei Super Mario Odyssey gesehen haben? Ich vertraue euch nicht, ja. Tut mir leid. Ich weiß schon, bei wem ich hier aufpassen muss im Chat. Auch wenn ihr ein bisschen anders als auf Discord heißt, weiß ich trotzdem, wer ihr seid. Oh, das sieht aber gefährlich. Oh, hier ist sogar einer von den Toads schon wieder. Oh, nice. Und oben ist das Ei. Ah, ne, sind sogar zwei Eier. Wir brauchen vorne doch nur ein Ei. Ja, dir sollte man definitiv nicht vertrauen. Unserem Server Gespenst, was gar nicht mehr so heißt. Nope. Können wir den einfach so da rausholen oder werden wir gleich hier einen Skelett-Dino-Kampf haben? Ich tippe mal auf Zweiteres. Aber Toad, komm erstmal raus hier. Da können wir den Toad dann wieder rum... Ah, man kann ja den Toad auch so witzig rumschießen. Was? Toad kaputt? Oh, Rexy ist wach. Rayman Fox, danke fürs Followen. Rayman Fox 2000 natürlich. Und es werde Licht. Oh nein, dem ist definitiv ein Licht aufgegangen hier. Oh shit. Ah, Eier, wir brauchen Eier. So, komm, können wir nicht... Nein, wieso puste ich das Ei weg? Einsaugen wollte ich das Ei. Ah ja, okay. Okay. Wo müssen wir das hinschießen? Können wir ihn irgendwie anvisieren oder so? Ich glaube, er muss irgendwie eine Attacke machen oder sowas. Also irgendwie hängt er auf jeden Fall noch fest. Können wir einfach so hier auf ihn draufschießen, das Ding? Oh, der hat's gefressen. Ah, und da können wir noch ein zweites reinhauen. Ja, genau so. Okay, was zur Hölle? Oh, shit. Jetzt ist Agro. Agrodino! Was für schöne Augen, ja. Oh shit. Er hat echt schöne Augen. So, gleich mal hier wieder Lebensenergie holen. Damit ich hier über 50% bleibe. So. Einmal gefangen, aber den zweiten wirst du nicht fangen. Ich krieg keinen zweiten? Der zweite kam zu langsam. Wo ist das? Ah, da gibt's immer nur einen jetzt. Muss ich den dann anlichten oder was? Ne, Licht bringt da ja auch nichts. Habe ich irgendwas anderes, was ich noch auf ihn schleudern könnte, theoretisch? Ich muss was zusammenbauen. Ach nee, falsches Universum. Oh. So. Okay, oh, shit. Ah, das war gut, glaube ich.
Können wir diese Teile irgendwie nutzen? Können wir ihn irgendwie dazu bringen, irgendwas zu machen noch? Aua. Das war definitiv nicht das, was ich wollte. Au, au, au. Oh, 59, 59, 59. Oh. Hm, ich glaube, mit den Eiern wird das nichts. Ob das Vieh wohl auf andere Sachen herumkauen würde? Ja, wenn du mir sagst, was wir hier noch haben zum Kauen. Wir haben ja leider nichts anderes zum Kauen gerade, das ist das Problem. Wir haben ja leider gerade nichts zum Kauen sonst. Ah, doch, hier haben wir was. Ach, das Ding lag so an der Seite, deswegen habe ich es nicht gesehen gehabt. Na komm, saug's an. Saug's an. Nee, er saugt's nicht an. Au. Wieso saugt das denn nicht an, das Ding? Was sollst du das ansaugen? Du hast dem Crush gerade gesagt, dass du ihn liebst. Oh, viel Erfolg trotzdem. Ich hoffe, sie steht auch auf dich. Nee, kann ich das andingsen hier somit? Nee, nimmt er nicht. Luigi, aber was bringt mir denn Luigi? Mit Luigi kann ich doch auch nur das gleiche machen. Der kann doch auch nur das Ding ansaugen. Oder das Ding ansaugen hier. Ach, du meinst, ich kann Luigi opfern? Ihr meint, ich kann Luigi opfern? Ich soll Luigi opfern? Aber Luigi, er war so jung. Warum Luigi? Luigi? Nein, er will... Wir können hier nicht Luigi opfern. Luigi funktioniert. Okay, alles klar. Nice! Da wäre ich nicht drauf gekommen, Luigi fressen zu lassen. Ich wollte meinen Luigi doch nicht opfern. Nein, mein armer Luigi. Aber das interessiert Rexy hier gar nicht. Rexy ist hier trotzdem noch im Rexy-Rage-Modus. Oh shit, 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 oh shit. So, also wir bauen wieder irgendwas, was wir auf Rexy schleudern können. Oh, Rexy, Rexy, Rexy. Versteck sie vor Rexy. Sobald hat Rexy alles kaputt gemacht. Können wir hier so einen Ammoniten hier einsaugen? Ammonit? Nee, Ammonit können wir nicht einsaugen. Oh, no. Oh, können wir gleich wieder zurückholen, die Herzen. Und weg, 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 weg. Ah, das können wir jetzt doch schleudern, oder was? Komisch. So, und dann gleich noch das nächste hinterher. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber war okay, war okay. Jawohl! Direkt rein da! Rein ins Vergnügen! Nicht so aggressiv hier! Nicht so aggressiv! Ganz ruhig bleiben! Bleiben Sie ruhig! Tun Sie nichts! So! Wieder reingehauen hier! Müssen wir den irgendwo hinbringen oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Aua! So, nochmal einsammeln! Oh, schon drauf! Jawohl! Aller guten Dinge sind drei! Ja! Nice! Ich habe kein Date mit dem Thüringer Mädchen. Der Fritz hat eins. Oh nein. Sie haben einen Hulk. Ein Hulk Feuerstein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Es fehlt noch Jurassic Park. Musik, ja, das stimmt auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Oh nein. Licht. Oh, Licht. Interessiert ihn nicht. Ah, ne, und dann können wir ihn. Okay, hab's verstanden. Habe verstanden, wie wir ihn besiegen müssen. Okay, das können wir aber ewig lange eigentlich machen, oder? Eigentlich können wir denn doch, dass die hier so lange saugen, bis er weg ist. Ah, ne, ewig können wir das auch nicht machen. Okay, verstehe. Also ungefähr, wenn wir bei 100 sind, dann geht's nicht mehr. Verstehe. Na, komm her. Ein bisschen ärgern, aber er muss seine Keule auspacken, damit es funktioniert. Ah, zu früh gesprungen. Ich dachte, er macht wieder den großen Keulenangriff. Jetzt macht er den großen Keulenangriff. Oh, so! Auf den Geist, fertig, los! So, diesmal müssen wir, glaube ich, da mal kurz noch warten hier. Kurz mal gucken. Und dann hauen wir ihn. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, nochmal kurz die Lebensenergie bekommen, falls wir mal einen Keulenangriff hier verkacken. Oh, es fallen Keulen vom Boden, vom Himmel. So, auf ihn mit Gebrüll und dann hier nochmal einsaugen. Schauen wir mal, ob wir ihm jetzt schon den Rest geben können. Wahrscheinlich reicht es nicht ganz, oder? Wobei, doch, ab 60 oder so. Ja, ich glaube, es reicht. Das sollte reichen. Jawohl, das wird reichen. Ja, wir haben den Geist besiegt. Ohne Lebensenergie zu verlieren. Ich bin nicht der Fritz aus Thüringer Klöße, nein. Überraschung, das bin ich nicht.
Ich soll ein 333.000 Abonnenten-Special machen. Schauen wir mal, ob ich die überhaupt erreichen werde. So, jetzt können wir aber unseren Tod hoffentlich wieder beleben, nachdem wir hier zwei Bosskämpfe quasi nacheinander machen mussten. Oder einen zweistufigen Bosskampf eher, würde ich sagen. Halk in der Steinzeit, ja. Das trifft's. Luigi! Okay. Oh. Nice. Mal gucken, wer uns diesen. Oh, jetzt geht's in den Keller runter. Ah, du hast einen weiteren Tod gerettet. Formidabel, bringen wir ihn hier bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug. Yo, Toad. Was geht? Yay, High Five. Ich hab den Toad High Fived. So, Toad, komm her. Schneller, wir nehmen die schnelle Variante hier. Das ist eine pure Enttäuschung, würde ich ja nicht Fritz bin. Ja, ich kann mir das vorstellen. Es tut mir leid, dass ich kein Schlagersänger aus Thüringen bin. Es tut mir leid. Das ist die beste Etage, also B2, echt? Irgendwie sagt jeder, dass irgendwie eine Etage die beste Etage ist. Achso, ich muss den Tod wieder. Erstmal wieder loswerden hier. Aber der kommt wieder, der Tod. Der läuft mir trotzdem noch hinterher. Läuft bei mir. Prost auf dich. So, irgendwer hat gemeint, ich könnte diese Dinger hier, die hier könnte ich mit dem Tod kaputt machen. Schauen wir mal, was haben wir hier drinne? Schön in die Nase rein von Triceratops. So, können wir die hier kaputt... Ah ja, komm. Ach, das ist eine... Ach, eine Kra... Ah, man sammelt hier Dinosaurierfüße quasi. Ah. B2 Beste. Ja, es ist nicht Battlefront. Es ist nicht Battlefront. Der Spiel B2 ist nicht Battlefront. Ich muss euch enttäuschen. B2 wird die Hölle. Ah, schön. Schön, wie die Meinungen so unterschiedlich sind. Das macht es auf jeden Fall spannend. So, Schweini kaputt machen und hier Köln noch mitnehmen hier. So, Toad, komm her. Es ist so geil, wie man den Toad einfach so vor sich her trägt. Schon nice. So, den goldenen Pott haben wir hier. Oh, noch mehr. Oh, und ein Geist haben wir auch noch. Bleib da. Schön, wie Toad einfach direkt eskaliert hier. Wir müssen da irgendwo noch ein Ei finden. Irgendwo brauchen wir noch ein Ei. Achso, das ist so einer, den wir nur schlagen können. Ach, Mist, da brauchen wir zwei Anläufe hier. Geht doch nicht. Bleib da, Geist, bleib da. So, nice. Erledigt. Ist dies dieses Pokémon, ja? Das ist dieses Pokémon, definitiv. Wir haben hier allerdings keine Bälle, wir haben einen Staubsauger, aber sonst ist es quasi das gleiche. So, das ist nochmal ein Münz. Vielleicht können wir den Toad hier auch benutzen, um dann diese Kralle reinzuhauen. Diese Kralle war ja sowieso irgendwie... War mir irgendwie suspekt da drüben, diese eine Kralle. Toad, komm her. So, da ist nämlich diese Kralle hier. Komm, den krallen wir uns jetzt hier. Kann ich den Toad auf diese Kralle reinwerfen? Oh, schade. Warum denn nicht? So, Toad, komm nochmal her. So. Düsterlampe. Bei der Kralle habe ich die Düsterlampe vorhin gemacht gehabt. Toad, geh mal kurz weg. Da habe ich doch die Düsterlampe von drauf gemacht gehabt, oder? Ja, doch, das hatte ich gemacht gehabt. Ja. Sehr mysteriös. So, Toad, aber dafür haben wir hier noch eine Aufgabe für dich. Hier können wir dich nämlich auch noch reinschleudern. Nein, nicht da. Oh, shit. Der Toad krallt sich alles. Ja, nee, eben nicht. Toad? Ja. Beifuß. Braves Toad. Und irgendwo brauchen wir auch noch hier ein Ei, damit wir das andere Ei da noch reinbringen können, aber... Ich glaube, das Ei kriegen wir da irgendwie nicht. So, eingesammelt. Okay, ich glaube, jetzt können wir hier... Aber jetzt können wir das hier auf jeden Fall machen. Ich hoffe, wir treffen. Ja! Nice! Oh, so viel. Oh, das hat sich gelohnt. Ich weiß zwar nicht, warum sie hier mit Münzen ausstellen. Wobei, es sind vielleicht irgendwelche altertümliche Münzen oder so, die sie hier ausstellen. Aber irgendwie passen die auch nicht so richtig in die Dinosaurierabteilung rein. Ich würde behaupten, die Dinosaurier haben noch nicht Münzen hier geprägt, aber... Was weiß ich, wie das hier in dem Universum ist. Hier leben die Dinosaurier auch noch in dem Universum hier. Von daher, hast du ziehen sich hier wie ein Sturmtruppler, ja, auf jeden Fall. Aber die Eier waren ja von euch hier drin. Ist hier echt nicht noch irgendein Ei? Wir brauchen Eier. Eier, nee. Nicht Eier, sondern Ei, nee.
Nee. Nee. Okay, dann gehen wir mit unserem Toad wieder raus. Man kann dem Nightbot einen Sub giften? Weiß ich nicht. Kannst es ja mal ausprobieren. Es wäre sehr sinnlos, glaube ich, dem Nightbot einen Sub zu giften, aber du könntest es machen. Das ist ein Bankosaurus, okay. Irgendwie sieht der auch so aus, als könnte man noch was bei ihm machen hier, oder? Ah. Nochmal hier rein mit irgendwas, aber nee. Nee, ich glaube, läuft bei mir. Ich glaube, hier haben wir wirklich alles gemacht in der Etage. Oder wir müssen die beiden anderen Eier da auch noch raussaugen. Irgendwas müssen wir hier... Ach nein, wir müssen die... Das Ding hier. Das Ding mussten wir hier machen. So, nice. Und da kriegen wir auch die goldene Fledermaus. Oh, die goldene Fledermaus ist übrigens kein Preis, der in Gotham verliehen wird. Okay, das war echt nur wegen der Fledermaus. So, nein, auch den Tod auf. Oh. Geh doch. So, Wunderbärchen. Okay. Oh, der bewegt sich. Oh, der bewegt sich, der kann fliegen. Oh mein Gott, lebendige Dinos. Na gut, der letzte lebendige Dino hat mir auf jeden Fall gereicht hier. Bye bye. Oh, sie sehen uns. Oh, die Katze ist wieder zurück bei ihr. Und sie ist nicht begeistert. Versteht ihr wegen Geistens? Okay. Sie schickt ihre anderen Leute auf uns los. Ah, Telefon. Sollen wir dran gehen? Ich halte es mir mal ins Ohr. Hello there. Nun denn, Luigi, jetzt fehlen noch ein weiterer Toad, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Auf den Etagen haben wir schon mehr als die Hälfte. Okay. Nun denn. Schicken wir nicht nur den Toad. Eigentlich hätten wir mit dem Toad doch einfach gleich selber mitfahren können, oder? Wir müssen doch auch ein B2 runter. Nein, wir schicken erst den Toad runter und gehen dann selber. Wobei eigentlich war es cleverer, weil wenn wir mit dem Aufzug fahren, passiert für gewöhnlich immer irgendwas. War ich cleverer vom Toad da nicht mit runter zu gehen. So, Wasseranlage ist in B2. Na dann, B2 aktuell. Ne, es heißt B5, aber ist egal. Drück mal drauf und dann geht's runter zu B2. Ja, brauchen wir wahrscheinlich doch noch zwei Streams, schätze ich mal, oder? Ich weiß nicht, wie schnell die oberen Etagen gehen, aber wahrscheinlich brauchen wir ja noch zwei Streams, oder? Schauen wir mal. Schauen wir, wie schlimm es wird. Genau, die Etage hier habe ich geschafft gehabt, ohne unter 50 zu sinken. Werde ich diese Etage jetzt hier auch wieder schaffen, ohne unter 50 zu sinken mit meiner Lebensenergie? Wer weiß, wer weiß. Oh, das sieht auf jeden Fall interessant und feurig aus hier unten. P2 stand aber nicht im Streamplan. Nö. Dafür könnt ihr jetzt wieder Kanalpunkte verdienen. Die nächste Vorhersage ist nämlich raus hier. Oh, nicht schon wieder diese Fledermäuse. Werde ich hier unter 50 sinken oder nicht? Fledermäuse sorgen irgendwann schon noch dafür. Aber diese Fledermäuse... Ah! Fledermäuse sind richtig fies. Geh weg! Geh weg und komm nie wieder. Weg! Ah! Na toll, die haben mir mehr Lebensenergie gekostet, als sie gebracht haben. Ah ja, da kriegst du immerhin noch ein paar Münzen da drin, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt nochmal eure Kanalpunkte raushauen. Werde ich hier meine Lebensenergie in B2 unter 50%... ihr habt sogar B2 gemacht hier, die Mods. Ja, Wahnsinn. Nicht nur einfach geschossen gemacht, sondern sogar B2. Unter 50% sinken. Bleibt spannend. Da ist auf jeden Fall gleich ein Schlüssel irgendwo. Ich will ihn nicht aufwecken. Ah. Das... Die war natürlich vorher nicht da. Und er ist wach. Der Hausmeister ist wach und er hat ordentlich Druck auf dem... Boah. So, was haben wir denn da? Ah, da können wir... Ah, da können wir Luigi, können wir zumindest gleich einen Schlüssel holen. Das ist easy, das verstehe ich. So, einmal da rein. Wir könnten... Ja, zurück könnten wir sogar wieder. Fluid?
Hä? Ach nee, wir müssen das irgendwie umdingsen hier. Wir müssen die da oben irgendwie... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Wasser da raus, wo er gerade steht, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen, wenn wir jetzt hier durchgehen. Kommen wir jetzt oben rum? Ne, jetzt kommen wir immer noch unten rum. Hä? Aber ich hab's doch extra umgedreht gehabt. Wieso komme ich immer noch oben rum? Erst nochmal dehnen, alles klar. Oh. Du hast 50 Kanalpunkte gewettet. Na dann, viel Erfolg. Ach, hier kann ich noch was saugen. Ah, hier kann man noch was saugen. Ah, da ist der geheime Zugang. Ich verstehe, ich verstehe. Das war der geheime Zugang. Das ist die Röhre, die wir suchen. Und da ist auch der Schlüssel, den wir suchen. Ich finde es auch so geil, den Schlüssel saugt er ja dann immer so... Nein! Da sollst du hingehen, den Schlüssel sollst du holen. Ja! Er saugt den Schlüssel ja immer dann in sich so auf. Das finde ich immer so super. Das Wasser ist weg. Ach stimmt, das Wasser habe ich auch noch ausgeschaltet. Exzellente Arbeit. Aber da müssen wir eh wieder zurück. Wir wollen ja nicht zurück, wir wollen ja hier weitergehen. Wir wollen ja den Hausmeister jagen. Oder so. Ja, Schlüssel haben wir doch gerade geholt. Ach. Schlüssel haben wir noch nicht geholt. Jetzt haben wir den Schlüssel geholt. Den magischen Schlüssel. Dave77650. Danke fürs Followen. Es werde Licht. Komm her, bevor du hier auf dumme Ideen kommst. Ey, bleib da. Bleib da. Da waren noch zwei Geister. Ich hab noch einen zweiten gerade gesehen. Da war gerade noch ein zweiter. Oh, das ist fies. So, wir versuchen gleich die kleinen Geister mit dem auszuschalten. Ah, so, ups. Einmal Doppelblende. Ja, Doppelgeisterangriff. Doppelgeisterangriffe sind meine liebsten Angriffe. So, und dann beide auch gleich eliminieren. Drabo kann kämpfen. Wie kein anderer jemals zuvor. Naja, gut. Das ist vielleicht dann noch ein bisschen übertrieben, aber... wo muss das Zeug hin? Einfach mal alle auf das andere Ding machen und schauen, was passiert. Können wir es in die Mitte tun? Ne, in die Mitte geht nicht, oder? Doch, in die Mitte geht sogar. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir es in der Mitte lassen und hier durchgehen. Durchgehen sollst du, Luigi. Okay, viele Röhre. Deswegen. Kannst du da runterlaufen hier an der Seite? Nee. Okay, es geht darum, das Wasser auszuschalten, ich verstehe. Dann müssen wir mit Luigi quasi so langsam nach vorne gehen, sobald das Wasser aus ist. Ist klar. Oh shit, wir dürfen nur nicht das Falsche wieder anmachen, sonst haben wir ein Problem. So, was ist jetzt, wenn wir hier drauf machen? Zieh ein bisschen so hier. Nein, Luigi! Okay, das war wichtig. Okay, können wir jetzt die anderen ausmachen, wenn wir jetzt hier da drauf pusten? Ich hoffe, das erwischt uns jetzt nicht gleich. Wenn jetzt Wasser von oben kommt, haben wir ein Problem. Shit, eins ist noch nicht aus. Kriegen wir das eine noch aus, hier noch weiter drauf. Ja, oh, auf Anhieb hat Drabo das hier gemacht. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Woo, geschafft, nice. Ich bin der neue Fernkämpfer seit Aragorn, okay. Alles klar. Das bedeutet diese Kugeln mit den Zahlen vor den Namen. Das bedeutet, je nachdem wie ihr abgestimmt habt gerade eben, ob ihr glaubt, dass ich über 50% komme oder unter 50%. Das bedeutet, dass damit ich schnell sehe, wer versucht mich zu trollen und umzubringen. Dafür sind die da. Ist nach der Umfrage wieder weg quasi. Puzzle-Drabo am Start. Ich habe gerade Pizza-Drabo gelesen. Ich glaube, ich sollte was essen. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall viele lustige Rätsel. Okay, das ist eine Sackgasse. Das bringt erstmal so gar nichts. So. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir es andersrum stellen hier. Ob wir dann rauskommen, genau. Dann kommen wir hier raus. Wieder. Aber jetzt habe ich es doch andersrum gestellt. Jetzt müsste ja doch beim anderen Ding eigentlich rauskommen, oder? Ne, er kommt immer nur da raus. Die Röhre geht von woanders hin. Apfel soll ich essen. Na dann. Auf euch.
Ich glaube, da müssen wir irgendwo anders noch hin, wo wir noch nicht hin können. Alarm! Achso, ah, da können wir das Ding umdrehen. Ah, nice. Nice. Luigi soll ich schon wieder nehmen, okay. Ah, da kommt Wasser raus. Okay, Wasser ist doof. Wobei, kurzzeitig können wir ja durchgehen hier. Haben wir da gefunden? Können wir da drauf schießen auf die Dinger? Schießen wir mal so ein Ding drauf. Ja! Ach, da müssen wir beide gleichzeitig... Oder? Nee. Können wir beide gleichzeitig oder müssen wir... Nee, ich glaube... Ah, nee, das bringt, glaube ich, nur Münzen. Das bringt, glaube ich, nur Münzen hier. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen in die Mitte rein. Ach so. Jetzt check ich das. Luigi, komm mal her. Wir müssen nämlich mit Luigi müssen wir das machen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. So, Luigi, komm mal her. Ich muss noch weiter drehen, ja, ist richtig. Da muss ich hier drauf vor allem. So, einmal da drauf, bitteschön. Einmal da drauf. So. Und dann hier schnell auch drauf. Und dann hier weiter pusten. Pusten, pusten, pusten. So. Ich weiß nicht genau, in welchem Bereich wir müssen, aber wir gehen jetzt erstmal dahin, weil hier noch... Ach, hier ist nur die eine Kiste. Ne, dann sind wir hier richtig gewesen. Gang ist gut, dass wir hier zuerst hingegangen sind. Hinterm Klo war die andere Röhre. Ach, in dem Rahmen gerade eben war, meinst du? Echt, in dem Klo war noch was? Okay. So. Und da oben können wir nicht weiter auf der Seite. Können wir mal saugen, aber ich glaube, an die Sachen kommen wir nicht ran. Oh, jetzt habe ich irgendwas aktiviert. Ah, der Hausmeister ist wieder da. Und er macht sich über uns lustig. Oh nein, das Wasser steigt. Nein. Nicht baden gehen. Ja, immerhin kann der Hund über Wasser laufen. Luigi kann anscheinend nicht schwimmen. Ah, okay. Selbst ein Geisterhund kann nass werden. Klassiker. Du hast deine kleine Schwester motiviert, mich auf YouTube zu abonnieren. Sie hat es auch gemacht. Sehr gut, sehr gut. Wir kommen ja 1 Million langsam näher, oder? Red auf jeden Fall wie uns. Du steckst ja ganz schön tief in Schlamassel. Nee, im Wasser war ich ganz eben nicht im Schlamassel. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Schreckling-Flu ist wasserdicht. Ja, das ist zumindest ein guter Hinweis. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert. Deshalb ist jetzt dein Weg blockiert. Der Weg ist versperrt. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Wasserstand absenken, alles klar. Das geht wahrscheinlich hier, nehme ich an. Ah, es wäre der Licht. Was haben wir getan? Ich glaube, wir haben wieder irgendwo einen Geist beschworen. Das hat irgendwie hat das gerade gar nichts gebracht. Deswegen machen wir es nochmal. Da ist auf jeden Fall Stein drin da unten oder irgend sowas. Können wir den da nicht irgendwie rausholen? Ah ja, nee, der bleibt da nicht. Okay, vielleicht nochmal hier den Modus hier anmachen. Nee, irgendwie... Ich kann da was drücken. Ich kann lustige Dinge drücken. Gerade eben wollte ich da was drücken. Hey, gerade eben... Jetzt habt ihr es gerade gesehen? Jetzt kann ich gerade irgendwas drücken. Ah, jetzt. Ah, okay. Da kann ich was drücken, aber das bringt uns auch nichts. Doch, jetzt. Ah, jetzt sind wir soweit. Ah, jetzt können wir quasi... okay. Hier können wir wahrscheinlich dann von einem Ding zum nächsten irgendwie darüber oder so.
Und da ist auf jeden Fall jemand eine Säge. Eine Säge, die sich selbstständig macht. Und irgendwas schwimmt da im Wasser rum. Oh, das kann ja noch lustig werden hier mit den Röhren. Das kann lustig werden. Wann kommt eigentlich das 300.000 Abonnenten-Special? Keine Ahnung. Momentan bin ich eher motiviert, Sachen für Twitch zu machen, als Sachen für YouTube zu machen, muss ich sagen. Macht mir hier mehr Spaß. Ah, mehr Geld, mehr Geld. Alter, hört das nochmal auf da drin? Oh, wir haben fast die 20.000 hier schon zusammen. Nice. So, können wir denn da... können wir mit der Ente fahren? Ah, ja. Richtig entspannt ist das hier. Vor allem mit dem Staubsauger ist das cool. Oh, das wäre echt bestimmt auch lustig. Oh, shit, wo bin ich denn hier gelandet? Ah. So, einmal hier bitteschön etwas Geld. Oh, nicht wegsaugen. So, einmal pusten sollst du. Pusten. Pusten ist logisch. Pusten ist von der Reihenfolge her logischer. Ah, wir können. Ah, wir können es quasi auch wieder einsaugen. Ah, das ist ja geil. Komm her, du Schwein. Melone brauchen wir gerade nicht. So, nochmal in die Richtung, bitteschön. Ah, jetzt funktioniert das auf jeden Fall mit der Technik. So, Luigi. Oh, nice. Oh, nice. Das hat mir zugesagt, muss ich sagen. Was ist denn da oben drinne? Was ist denn da oben? Da steckt was in der Röhre drinne. Aber das kriegen wir denn nicht raus aus der Röhre, auch wenn da was drinne steckt. Ah. Okay, dann gehen wir mal in die andere Röhre rein und gucken mal, wo wir da am Ende rausrühren hier. Da kommen wir raus, okay. Ah, damit machen wir das Tor unten auf, glaube ich. Ja, da machen wir das Tor auf. So, du bleibst mal da oben und dann fahren wir nämlich hier durch und dann kann man mit Luigi oben bestimmt auch noch was machen. Man kann sich übrigens auch sofort bewegen, also man muss hier nicht unbedingt pusten und oder ziehen, sehe ich gerade. Das wollte ich natürlich gerade noch ausprobieren. So, da können wir gerade nicht durch. Okay, lassen wir mal den anderen noch Kollegen noch da oben. Bombe. Warum sind hier Bomben? Achso, hier kann ich wieder zurück dann. Oder, da kann ich das andere Ding aufmachen. Ah, da kann ich, glaube ich, das andere Ding aufmachen, oder? Bin gerade noch ein bisschen verwirrt, aber... Luigi, dreh dich. Ah, damit drehst du dich, okay. Nein, Luigi. Genau, da sollst du hingehen, Luigi. Da sollst du hingehen. Okay. Und jetzt komme ich da durch? Ne, da müsste ich ja echt durch, oder? Da waren wir noch nicht durch. Okay. Nicht verkehrt, aber auch nicht das, was wir suchen. Ah, wir müssen wahrscheinlich... Hä? Also auf jeden Fall können wir hier anlegen. Wir gucken mal, was sonst hier noch ist. Gucken, was hier sonst noch ist. Ups. Drabo fluchen? Nein, Drabo flucht doch nicht. Ich doch nicht. Außer Sachen regen mich wirklich auf. Ja doch, manchmal fluche ich auch. Aber für gewöhnlich ist das nicht so häufig. Nein, du sollst da schon wieder drauf gehen. Du sollst da schon nie mehr drauf gehen hier. So, wo kommen wir denn hier raus? Da kommen wir da raus. Ah, und jetzt müssten wir da durch quasi. Ach, deswegen. Deswegen haben wir gerade diese Möglichkeit mit der Ente hier bekommen. Nein, nein. Pusten. Nein. Andere Richtung. Okay, jetzt haben wir alle ausgelöst und wir haben keine Lebensenergie dabei verloren. Von daher, solide Leistung, würde ich sagen. Ah, dieses Drehen funktioniert irgendwie manchmal nicht so, wie es soll. Einsaugen sollst du hier. Dreh. Ach, dreh dich doch. Was war das? Ach, das war dieser komische Fisch da unten, oder? Zieh. Jawohl, wir haben das Ding. Oh, Gott sei Dank. Ach, schwierige Operation hier. Was? Das habe ich jetzt nur für Münzen gemacht hier? What? Das habe ich nur für Münzen gemacht? Dachte, ich krieg da irgendwas Cooles. Oh. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ah, ich muss hier so weiter. Ah, ich habe eine Möglichkeit gefunden, weiterzukommen, aber... ich schaffe es. Okay. Okay. Aktivieren. Damit machen wir wahrscheinlich oben das Wasser aus, oder? Ja.
So, dann müssen wir an dem Ding wieder ziehen, um dann wieder in die nächste... Oh Gott, müssen wir den ganzen Weg da auch wieder zurück? Bin nicht überzeugt vom Wasserlevel. Ich bin nicht überzeugt vom Wasserlevel. Vor allem nicht von der Steuerung von dem Ding. Okay. Ah, der kann da oben rein schon mal, Luigi. Geh mal da rein, Luigi. Vielleicht gar nicht so eine verkehrte Idee. Wir schippern derweil mal ein bisschen weiter hier unten rum. Gucken mal, was wir hier noch entdecken können. Ups. Bisschen Fußball. Jemand Bock auf Fußball? Nein, Luigi, doch nicht da. Luigi, wieso gehst du denn da gleich wieder rein? Soll es doch in das andere Ding reingehen, Mensch. So, genau. Da sollst du nämlich reingehen. Ich bin enttäuscht über Geld, was? Ich bin Doktor für die Rohre. Was? Ah, jetzt kommt er unten automatisch mit, oder was? Wenn ich jetzt hier... Oh, ich glaube, in das Tor sollten wir nicht rein, oder? Das sieht auf jeden Fall spitz aus. Das ist aber... Das Lebensenergie ist nur 10% runter. Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder darüber fahren. Oh, nee. Was kann ich denn dafür, wenn der Blödmann da im Schlafmodus darüber tuckert? Das ist ja nicht meine Schuld. Oh, nö. Unfair. Unfair. Ganz unfair, ganz unfair. Oh, komm jetzt. Nein, drehen. Oh, diese Tore, ey. Nein. Oh. Zieh. Ach nee, der ist ja schon oben. Ich muss ja hier dran ziehen. Ah, deswegen hat es nicht mehr funktioniert. So, jetzt bleibst du mal bitte da unten, Luigi. Tu mir mal den Gefallen, bitte. Nicht wieder einfach nach vorne da schippern und dann drauf gehen unterwegs. Das muss nicht wieder sein. Wir müssen, der zieht es automatisch wahrscheinlich da runter. Ah, diesmal sind wir schneller, glaube ich. Oder wir müssen ihn halt echt aktiv dagegen steuern lassen. Ich glaube, wir müssen ihn echt aktiv dagegen steuern lassen. Dann, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ja, wir müssen ihn definitiv aktiv gegensteuern lassen. Zieh. So. Jetzt sollte er zumindest keinen Mist bauen. Außer auf der anderen Seite sind jetzt noch irgendwelche, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, jetzt darfst du pusten. So, wir haben es geschafft. Oh, nice. Nächsten Abschnitt erfolgreich gemeistert hier. So, noch ein bisschen Sachen ins Wasser schmeißen hier. Okay, hoffentlich müssen wir nicht den ganzen Weg wieder zurück. Ich hoffe es so sehr. Wer jetzt gegen mich wetten soll, die Stelle kennst du. Okay. Das ist schön. Das ist schön, dass du diese Stelle kennst. Macht mir keinen Mut. Aber wir schaffen das da durch. Erstmal müssen wir mit Luigi, müssen wir nämlich nach da oben. Und dann hier an dem Ding schon mal ziehen hier. Das ist schon mal ein Anfang hier, oder? Irgendwas piept schon wieder, irgendwo gehen schon wieder Sachen hoch. Ach, da waren noch Münzen drin. Ja. Gut, wir beschweren uns nicht. Danke für die Münzen. Aber, war eigentlich nicht das, wofür wir überhaupt hier oben waren. Also, momentan können wir da unten quasi erstmal nichts machen. Nee, da müssen wir... Wenn dann mit Luigi die anderen Dinger da unten nochmal hoch. So, einmal hier durch. Genau, da wollen wir mit Luigi hin. Diese Dampf hier, der tut... Ach, da kommt Wasser raus, okay. Da sehe ich schon wieder eine Ente auf jeden Fall. So, einmal einsammeln hier. Da kann die Kamera bitte ein bisschen weiter damit gehen. Nein. Kamera zeigt sich nicht kooperativ. Nein. Ah, okay. Wieso bin ich einfach aufs Boot gegangen? Nee, saug dich mal nach vorne. Dass sie nach vorne saugen, sollst du dich. Ah, so. Kamera macht wieder mit. Nein. Du sollst das Ding vor allem einsaugen hier. Ach, wieso dreht sich die Ente denn immer nicht? Die Ente dreht sich so komisch. Wenn die Ente sich normal drehen würde, wäre das überhaupt kein Problem hier. Die Ente ist aber ein Problem hier. Eine Problemente, definitiv. Na, rein mit dir, Luigi, rein mit dir. Oh, da können wir sogar angeln gehen. Ah ne, wir können immer noch den Luigi nehmen. Momentan. Sag mal, fahr du mal nicht so weit nach vorne hier. Das ist mir suspekt. So, jetzt nehmen wir den hier mal und sind wir laufen mal ganz schnell darüber. Genau. So. Haie? Aber die tun mir nichts, oder? Tun mir die Haie was? Ich hab auf jeden Fall den Stuhl hier runtergebrochen. Tun
mir die Haie was? Ich bin mir nicht so sicher, ob die Haie mir was tun. Ah, die Haie tun mir definitiv was. Haigeister. Toll. Nicht die Art von Geist, die ich die gesucht habe. Ich habe meine Fluidis oben geblieben auf jeden Fall noch. Das Papier wurde seine Anspielung auf Es. Okay. Ich habe Es nie gesehen, von daher. Es ist mir nicht aufgefallen. So, nach vorne, nach vorne. Aber eigentlich muss man ja außen, nur außen rum fahren, oder? Kamera, danke. Hätte gehofft, dass ich das nicht nochmal machen muss hier, aber gut. Nein, nein, dreh dich, dreh dich. Nein, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich hasse das jetzt schon. Das ist also bis jetzt das beschissenste Level auf jeden Fall. Wir hätten gesagt, dass es ein geiles Level ist hier. Das ist definitiv kein geiles Level hier, das ist absolut nervig. Ich drück den Stick und der dreht einfach nicht. Der dreht einfach nicht am Rad hier. Kann doch nicht wahr sein. So, ab da einfach durch. Plus 2000 gewettet. Oh, das war optimistisch, würde ich sagen. Sehr optimistisch. Da 2000 zu wetten hier. Eigentlich ist gar keine gute Idee, das hier aufzumachen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, das aufzumachen. Aber ich kann das Ding einfach nicht steuern, weißt du? Und dann kommen auch noch Gegner. Ich kann das Ding eh schon nicht steuern und dann muss ich plötzlich auch noch gegen Gegner antreten. Nein, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ah, die kann... Andere Richtung, andere Richtung. Ach, das dreht halt nicht, das Ding. Wieso dreht das nicht? Ja, jetzt nicht zu den Haien, nicht zu den... Ah! Scheißteil. Oh, was für ein Dreckslevel. Was für ein richtiges Dreckslevel ist das, bitteschön. Oh, nicht gegen den Reifen schon wieder. Nicht gegen den Reifen. So. Nein. Vor allem, das ist halt so geil. Das ganze Level wäre kein Problem, wenn die Ente drehen würde, wenn man sie dreht. Aber sie dreht manchmal einfach nicht. Wenn die Ente immer drehen würde, wenn sie drehen soll, dann wäre es überhaupt kein Problem. Dann könnte man das Ding auch problemlos steuern. Da fluchen, wann ich möchte. So, okay. Nochmal hier dran gezogen. Was bringt eigentlich das Ding, wenn ich da unten... Was bringt es eigentlich, wenn ich das Ding da unten aktiviere? Seht ihr? Seht ihr? Die Ente... Die Ente dreht nicht. Seht ihr? Seht ihr? Sie bewegt sich einfach nicht hier vorne rum. Ja, dann brauche ich es auch nicht. Dann brauche ich es auch nicht spielen. Weil ich komm nicht rum. Die Ente, die macht einfach nicht, was sie soll. Ich möchte den Controller schmeißen. Könnt ihr Vorhersage abschließen? Ich bin unter 50 gefallen. Spar dir dein Luigi. Spar's dir einfach. Ey, wer hat sich diese Müllsteuerung ausgedacht, ehrlich? Wer hat sich das ausgedacht? Das dreht einfach völlig beliebig, das Ding. Diese Kackente dreht einfach völlig beliebig. Ich meine, wenn ich so ein Element ins Spiel einbaue, dann lass ich es doch wenigstens gescheit steuern. Und mach nicht das Ding einfach völlig beliebig steuern lassen. Ah. Ja, die abblitzen kann... Ja, lauf halt... Lauf halt dadurch. Na... Wo ist jetzt eigentlich Fluigi schon wieder? Warum kommt Fluigi nicht wieder? Fluigi kommt einfach nicht wieder. Geil, kein Fluigi. Gut. Dann ohne Fluigi einfach in das Ding rein, oder was? Boah, ich weiß, ich komme ja nicht vorne. Problem ist, das Ding lässt sich nicht lenken. Das lenkt einfach, wann es Lust hat, lenkt das Ding. Wann es Lust hat. Nein, du sollst vor... Ich komme nicht vorne rum. Das Ding lenkt einfach nicht. So. Ich blitz einfach so viel ich kann. Ich will da vor... Nein, ich will vorne rum bei dem Ding. So, müssen. So, kann ich jetzt bitte hier mal. Nein, 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 andere Richtung, andere Richtung. Warum leuchtet. Ich kann das Ding anleuchten, aber es passiert nichts. Ja, leuchte es halt nicht an. Komm, leuchte es halt nicht an. Mach's einfach nicht. Ja, mach's auf keinen Fall. Das ist so geil. Das ist einfach so gar nicht funktioniert. Bin ich wütend, ja. Boykas, danke fürs Followen.
Momentan ist so der Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe, tatsächlich. Weil das mal. Das ist. Also ich habe kein Problem mit, wenn Spiele schwierig sind, aber wenn einfach die Steuerung nicht funktioniert, und zwar so gar nicht funktioniert, dann macht es einfach keinen Spaß, so ein Spiel. Das ist einfach nur Schmutzspiel. Das ist Schmutzspiel gerade hier. Kann man nicht anders sagen, die Steuerung hier, das ist Schmutz. Zum Beispiel, dreht sie einfach nicht. Macht einfach nicht. So, komm, jetzt hier. Zieh, ja! Die Boja hat Geld gedroppt, ja, das ist mir kackegal, das Geld hier. Jetzt geht's nur darum, das irgendwie zu schaffen, den Müll hier. Erst mal was trinken, das hilft bestimmt. So, dann kippt der andere, geht auch bestimmt gleich wieder nach vorne hier. Ich bin eh schon zu spät gegangen, oder? Ah, nee, war nicht mal zu spät. So, jetzt werden wir gleich wieder gegen Haie sterben. Mal was Neues. Nein, dreh dich. Nein, dreh dich. Saugen hilft auf jeden Fall, dass man an den... Ja, saug dich darüber. Saug dich weg. Nein, nicht zu den Saugen, nicht zu den Haien. Gleich fliegt der Controller, ich glaub's auch. Der Endkampf ist Gefi. Also der schlimmste Gegner in diesem Spiel ist die Ente. Problem ist einfach, dass er sich nicht... Seht ihr, er dreht sich einfach nicht mehr weiter. Ich müsste von den Haien weg, aber er dreht sich einfach nicht weiter. Ich muss um die... Nein! Da haut mich das Ding... Gibt's doch nicht, ey. Nee, ganz ehrlich, was muss man denn da machen? Wie soll man an diesen Haien vorbei... Soll ich an den Haien... Ich kann nicht... Der fährt nicht nach unten. Der fährt einfach nicht nach unten. Der weigert sich, nach unten zu fahren. Jedes Mal, wenn ich nach unten fahren will, dreht er nicht. Ist einfach Schmutz. Absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz, das Spiel. So. Nein, du sollst... Nein, du sollst... Er saugt halt auch nicht ein. Er saugt... Ja, saugt's nicht ein. Ja, die Ente hat genauso null. Die Ente ist genauso eine Null wie ich hier. Und da steht's dann... Wenn steht's dann 0-0. Die Haie haben momentan 4. Ja, ist doch wahr, ey. Gleich bin ich Game Over. Dann kann ich das ganze scheiß Level nochmal von vorne spielen oder was. Oh, Mann. Zu blöd an dem Ding zu ziehen oder was, ey. Ich hab einfach... Komm, können wir nicht einfach wieder zumachen da? Ah, die kommt trotzdem raus, okay. Versuch was wert. So, jetzt pusten wir einfach mal in die Richtung. Komm, einfach da durch. Einfach da irgendwie durch. Random durch. Und dann zumachen. Nein, geh weg. Geh weg von der Bombe. Okay, die Bombe übrigens ist nicht um. Wir haben noch 9 Lebensenergie. Was müssen wir tun? Wir gehen zur Bombe. Wir gehen zum Lebensenergie. Wir haben es aber irgendwie durchgeschafft. Nein, geh doch zur Lebensenergie. Geh. Ja, sammel die doch ein, die Lebensenergie. Oh Gott. Machen wir nicht. Fertig. Puh. Okay. Oben ist ein Stromkasten. Na, du sollst nicht runterkommen. Du sollst den Stromkasten machen. Können wir hier rein? Okay. Wir können da hingehen. Okay. Das war überhaupt nicht easy, das ist einfach Schmutz. Die Steuerung ist einfach Schmutz von dem Ding. Was? Ja, genau, mit 29 Lebensenergie auch im Bosskampf hier. Lass Luigi in Ruhe. Den brauchen wir noch. So, bleib da. So, und jetzt wird er geschlagen. Weil wir dadurch, dass wir ihn 4-mal schlagen, haben wir ihn auch besiegt direkt. Bleib da. Oh, Lebensenergie! Ah gut, wir haben ja ordentlich Lebensenergie bekommen zumindest. Hä, haben wir den schon eingesagt, den roten gerade? Irgendwas passiert da noch. Ah, da ist noch einer. So, bleib da. Ach, die können wir direkt einsaugen, okay. Na gut, das war jetzt easy. Das war easy. So, hier können wir noch ein bisschen pumpen, oder? So, da haben wir das ausgemacht. Dann machen wir es mal in die andere Richtung. Vielleicht geht dann irgendwie auf wundersame Weise das Wasser weg. Nö. Ja, irgendwie müssen wir im Erdgeschoss das Wasser auf jeden Fall wegkriegen. Wenn wir das Wasser hier nicht wegkriegen, dann... dann kommen Luigi da auch nicht rüber. Und wenn wir Luigi da nicht rüber kommen, dann... Ja, dann blöd.
Vielleicht können wir den Ritter noch ein bisschen ärgern. Vielleicht ist hier irgendwo ein Abfluss beim Ritter. Nee. Abfluss beim Ritter haben wir nicht. So. Was? Luigi Mansion 3 ist dein allerliebstes Switch-Spiel. Liebstest du sehr Luigi's Mansion Reihe ist 11 von 10. Also diese Ente gerade eben, ey, die... Das hätte nicht sein müssen. Hä? Wieso können wir hier nichts machen? Gab's draußen noch was? Muss ich nochmal... ich will da nicht nochmal raus. Ich will da nicht nochmal auf die Ente. Ich möchte nie wieder diese Ente betreten. So, jetzt müssen wir wieder Lebensenergie. Können wir nicht die Ente wenigstens gegen den Schwan tauschen? Oh, diese Musik noch dazu, ey. Diese Musik, die wird mich verfolgen. Ich schwör's euch. Hau den Schwan weg. Oh nein. Ah, shit. Da ist noch das nächste Ding. Aber wenn wir da gegenhauen, sterben wir schon. Da ist noch eine Kiste, die wir aufmachen können. Das können wir, müssen wir hier durch? Muss da enthusiastischer reingehen? Nee, wenn mich das aufregt, dann geht da nie enthusiastisch dran. Sorry. Ganz ehrlich. So, aber hier kommt... Oh, diese Ente, ey. Diese Ente. Nein, Ente, dreh dich. Ja, es geht die Bombe noch hoch mit mir. Ist mir egal. Komm, geh hoch, Bombe. Nice. Ah, wir müssen uns das Geld bekommen, was wir wollten. Nein, nicht da reinfahren. Okay, nee, bringt auf jeden Fall nichts. Hier gibt es nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Wir müssen auf jeden Fall auf der anderen Seite da drinnen irgendwo weitermachen. So. Also, ich soll mit Luigi auf die andere Seite gehen und Luigi holen. Das wäre... Kann ich den so direkt... Ja, ich kann ihn einfach hier spawnen. Oh Gott. Oh Gott. Sag einfach... Ich sag nichts mehr, ey. Ich sag nichts mehr. Gott, war das schlecht schon wieder. Ah, war das schlecht. So, erstmal hier reinpusten, würde ich sagen. Slytherin Boy 1982, vielen Dank für dein Drabonmoor. Jetzt auch schon den zweiten Monat in Folge hier mit dabei. Vielen Dank dafür. So, einmal aufgemacht hier die Kiste. Auf die Kiste, fertig, los. So, Herz geholt. Dann schauen wir nochmal in die Kiste rein, weil doppelt schaut besser oder so. So, jetzt gucken wir mal, ob der dann hier wirklich da abbiegt. Wobei, müssen wir wahrscheinlich erst nochmal hier hin. Ja, müssen wir wahrscheinlich erst den hier noch machen. Genau, den da müssen wir auch noch auf jeden Fall noch ändern hier. Nee, der bleibt hier. Der soll nach unten gehen. Genau, und dann kann Luigi hier durchgehen und sollte jetzt... Ich hoffe, er biegt gleich rechts ab. Nee, er biegt nicht rechts ab. Er muss erst hier nochmal. Hat Luigi Blähungen. Das klingt so ein bisschen so, oder? So... Ich glaube, hier müssen noch viel weiter nach oben. Genau, dann kommen wir nämlich... Dann kommen wir oben raus. Ja. So, dein Opa aus Belgien hat Corona. Oh, ich wünsche ihm alles Gute. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Und ich kann jetzt, glaube ich, hier tatsächlich ganz... hoch noch nicht. Ne, ich komme jetzt schon ganz hoch. Eigentlich, wenn ich hier durchgehe... Ah ne, ich muss doch, aber... Ah ne, doch, da, wir kommen ganz hoch. Ne, passt, wir kommen ganz hoch. Wir müssen nochmal kurz hier die Reihenfolge hier ändern, aber dann kommen wir hier ganz hoch auf jeden Fall. Bin ich Mario oder Luigi-Fan? Oh, ich bin Fan von guten Spielen. Mir ehrlich gesagt egal, wer von den beiden spielt. Ich finde, Luigi ist irgendwie nochmal ein bisschen so... Ich finde, Luigi hat gerade hier hat ein bisschen mehr Charakter als Mario so ein bisschen. Also ein bisschen mehr Charakterzüge, finde ich. Aber gerade durch die ganzen Zwischensequenzen hier. Also da finde ich Luigi echt ganz cool hier. Achso, da müssen wir drauf schießen, oder? Ja, da müssen wir drauf schießen. Ah, nice. So. Wir haben es geschafft. Luigi hat zu viel Bohneneintopf gegessen, ja. Ah, endlich ist das Wasser weg. Das verfluchte Wasser ist endlich weg. Oh, Gott sei Dank. Wir können zurück. Wir müssen nicht ertrinken. Wir müssen nie wieder diese Ente an... Good job. Habe ich nicht gesagt, heute ist Facecam? Nee, erst morgen. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knüpfe den Techniker vor. Ach, war gar nicht der Hausmeister, war nur Techniker. Okay, Luigi, komm mit. Ab nach unten. Luigi, runter. So, Luigi, komm her. So, Slytherin Boy. Danke fürs Trinkgeld. Da-da. Die Ente, das Wasser war okay, aber die Ente war überhaupt nicht Legende. Dieses Kackding hier, ey, wenn ich das schon sehe, kriege ich schon die Wut. So, mal gucken, in welche Richtung wir... Ah, hier ist auch noch eine Kiste, die können wir jetzt hier aufmachen. Oh, jetzt können wir uns die ganzen Schätze holen, schätze ich. Ah ja, sehr gut.
Da ist auch noch was hinter der Wand, oder nicht? Können wir doch bestimmt einreißen hier, die Wand. Das sehe ich doch. Oh, können wir nicht? What? Wieso können wir das nicht? Warum klingt diese Stimme wie Fresh D von Cold Mirror? Vielleicht soll sie ein bisschen daran angelehnt sein. Ah, hier ist noch ein... Ah, hier können wir noch ein bisschen hier... Komm, nee, das sollst du machen. Noch mehr Münzen für uns. Oh yeah. Oh yeah, das lohnt sich. Da habe ich meinen Schwan, ja. Ich habe sogar einen schwarzen Schwan hier. Oder die Sachen kriegt man anscheinend nur raus. Oh, jetzt kommen wir hier auch rein. Ah, ah, ah. Können wir da durch? Oh, das ist auf jeden Fall ein Luftballon. Da kommst du wohl nicht weiter. Hm. Es wäre wohl am besten umzudrehen und den Techniker zu verfolgen. Ah, da brauchen wir irgendeine andere Fähigkeit, die uns noch fehlt, oder? Dass wir durch solche Wände durchkommen, nehme ich mal an. Du verstehst es mit der Ente? Okay, okay. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das Spiel auch gespielt? Hattet ihr auch so Probleme mit der Ente oder... Doch, ihr habt vorhin schon mal irgendwas von der Ente gesagt gehabt. Hattet ihr auch so Probleme mit der Ente wie ich oder habt ihr euch da besser angestellt? Nein, ich finde sie nicht intelligent programmiert. Oh Gott, ich glaube, hier kommt bald ein Bossgegner. Fischi! Nee, kein Fischi. Ah doch, das sind die verfluchten Haie, die mich die ganze Zeit geärgert haben. Ihr Messviecher! Kommt doch her! Komm her! Auf sie mit Gebrüll! So, hau ihnen ihre Brillen weg und dann hier. Auf sie! Auf sie! So, komm her, du Mistviech! So, und auf den anderen schlagen wir dann gleich noch rein hier. Ja, voll ja! Also, solche Viecher, ey, die haben wir jetzt echt... Die haben jetzt auch gereicht hier. So, den müssen wir noch anders besiegen. Den müssen wir hier erst seine Flossen weghauen. Auf die Flossen, fertig, los, würde ich sagen. Jetzt gibt's das auf die Flossen. Einmal, zweimal und dreimal. Nice. Oh, yeah. So, gerade noch nicht von der Ratte erwischen lassen. Das war wichtig auf jeden Fall. Und jetzt geht's auch... Wo geht's denn überhaupt am besten hin? Ne, wir müssen ja gar nicht mit ihm nach oben. Wir können ja wahrscheinlich unten weiterlaufen einfach, oder? Nein, komm her, Luigi. Komm her, Luigi. So, den Tod muss ich in einem anderen Level dagegen schießen, okay. So, wer hat Lust auf frischen Fischi? Fliegenfische sind das. Seht ihr? Fliegenfische. Ah, hier können wir auch nochmal eine Kiste aufmachen. Ha. Lohnt sich auf jeden Fall zurückzuladen. Laufen. Was zum... Au, oh, damit hatte ich nicht gerechnet. Wo kommt die Kiste her? Oh, lass mich los. So, wie können wir dich wieder zurückbringen? So. Nein, 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 nein. So nicht, so nicht. So, können wir die so irgendwie... Können wir die mit dem Fußball ärgern? Ah, da können wir sie kurz ausschalten, dann können wir den Modus wahrscheinlich machen, oder? Ja, so wird man mal mit der fiesesten Kiste fertig. So, und ihr kommt mal schön her, ihr lilanen Mistkugeln. Und jetzt ist auch eine ganz glückliche und liebe Kiste, wo ganz schön viel Geld für uns drin ist. Ah, so mag ich meine Kisten. Ah, hier ist noch ein Aufzug. Ah, kein Bedarf, da hochzugehen. Da 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 da. Oh, der ist nice geflogen. Der ist richtig nice geflogen. Ah, da kommen wir auch wieder nicht durch, weil hier wieder eine Wand ist, die den Weg versperrt. Au! Hey! Ratte, nicht cool. Aber zumindest haben wir wieder hier fast volle Lebensenergie, wenn uns nicht gerade nicht die Ratte gebissen hätte. So, ab nach oben. Dann haben wir es jetzt hier auch zum Glück gleich wieder rausgeschafft, aber der Typ fehlt ja immer noch, dieser komische Hausmeister. Der wird hier aber bestimmt irgendwo drinne sein, da bin ich mir sicher. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, da ist er nicht. Achso, wir müssen hier die Treppe erst ausfahren. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann wieder nach oben gehen? Naja, aber jetzt müssen wir nach oben gehen. Da ist definitiv oben. Oben ist der Hausmeister auf jeden Fall angesagt. Entschuldigung, Techniker. Der Techniker hier unten. So, dann können wir das auf die andere Seite rüber machen. Ah! Wir haben den Safe geöffnet. Hoffe ich. Kann noch was draufschießen irgendwo? Nee. Kann man hier noch irgendwo rumgehen? What? Kann ich noch irgendwas... Nee, also da kann ich... An dem kann ich nichts mehr machen. Hä? Kann auch nirgendwo... Hä? Muss ich hier nicht an dem ziehen?
Die Ente war übrigens der Grund, warum du das Spiel über 1,5 Jahre nicht mehr angefasst hast. Echt? Ah, schön, schön. Ich fühle dich. Ich fühle es sehr. Hä? Was? Wieso? Ah, ich kann einfach die Tür aufmachen. Okay. Shit, ey. Okay. Hello? Ja, wer ist denn da? Oh nein, er ist eine... Was ist das? Das war eine seltsame Ente. Nein, nicht schon wieder diese Enten, ey. Das ist das Entenlevel, ey. Dass wir so einen Hebel, wo wir drauf schießen müssen, okay. Nein, nicht die Ente. Nein, nicht wieder. Nein, nicht die Ente. Warum die Ente? Nein. Nicht die Ente. Nein. Einfach nein. Ich kann ihn blitzen, aber das bringt mir nichts. Bin ich ihn zumindest los kurzzeitig. Au! Geh weg! Was? Oh, ich bin... Ja, oh, Gott sei Dank. Hier gefällt es mir schon besser. Nein, nicht wieder aufpumpen! Bleib da oben! Bleib da oben! Nein, bleib einfach da oben. Ah, jetzt haut er die Dinger runter, okay. Ich will da eigentlich nicht wieder runter. Aber warte mal, die können wir wahrscheinlich in ihn reinhauen, oder? Können wir die in ihn reinhauen? Ah! Okay, der... Ah, oh shit, da sind echt überall Stacheln an der Seite. Oh, das wird lustig, das wird lustig. Wieso bekommt der Techniker den Schwan? Ich weiß es nicht. Was ist überhaupt für ein Schwan? Seit wann sind Schwäne gelb? Weiß oder schwarz, aber gelb. Pust. Nein. Nicht wieder da rein. Ah, der ist stärker als ich. Alter, ich kann diese Ente einfach nicht steuern. Ah, ich will ja weg. Kann ich nicht einfach hier raus? Geh hier raus. Komm, geh raus. So. Ach, hier gefällt es mir auch gleich viel besser. Sollen wir mal ein bisschen Lebensenergie holen. Irgendwo da oben war doch auch noch so eine Mine. Kann ich die nicht nehmen und auf ihn schmeißen oder so? Ich will da nicht wieder rein. Aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als da reinzugehen. Wobei, ich könnte das Ding auf ihn schleudern. Ich kann die Dinger... Ah, die explodieren nur, aber die... Kann ich ihn zurückschleudern oder so? Ich probiere es mal, ihn zurückzuschleudern. Ah, der langweilt sich. Der macht nichts. Ich kann auch Fuigi nehmen, das ist nicht so schlimm. Ärgern wir ihn mit Fuigi ein bisschen. Ah, er ist wieder aufgewacht. Ah, nee, er haut auf. Oh, nicht Fuigi killen. Den brauchen wir noch. Kann Fuigi auch mit dem Boot fahren? Ah, Fuigi kann nicht mit dem Boot fahren, okay. Kann man nicht hier irgendwie einfach so in so eine schöne Mine einfach so richtig nice reindroppen? Nee, die Minen kann man nicht droppen, aber irgendwie muss man ihn dazu bringen, dass er in die Mine reinfährt. Ich meine, wenn man mit dem Ding fahren könnte, wäre das ja kein Problem hier. Aber dadurch, dass man diese, sobald man mit dem Ding da unten fährt, ist das halt einfach nur noch Hölle. So. Die haben echt diese unglaublich nervige und unglaublich gefährliche und beschissene Ente, da haben sie auch noch einen Bosskampf draus gemacht. Ey, ich frage mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Ich frage mich ganz ehrlich, was haben sie sich dabei gedacht? Ich will nicht ins Wasser. Lass mich nicht. Ja, ich würde es gerne zurückschleudern, aber mit dem Zurückschleudern klappt irgendwie nicht. So, jetzt bin ich im Wasser drin, jetzt bin ich auch gleich wieder raus aus dem Wasser. Jetzt haut er mich nämlich gleich wieder da rein. Ja, jetzt haut er mich gleich wieder rein. Hey, ich glaube, wir schaffen es seit langer Zeit mal wieder zu sterben gleich. So, einmal da runter. Die Ente, ich drück halt nach links wie blöd und die Ente macht einfach nichts. Seht ihr das? Die Ente ist... Was haben sich einfach... Die Steuerung funktioniert einfach nicht von der Ente. Komm jetzt hier. Es ist so geil, die bewegt sich einfach nicht. Ah, ist das geil. So, gleich hier runter und dann gleich wieder tot. Komm, gönn dir. Ja, nice. Ach nee, wir sind nicht ganz tot. So. Nein, Duck and Cover ist hier keine Lösung. Ja, ich habe halt echt, also die Ente kannst du halt nicht steuern einfach, das ist das Problem. Also ich, vor allem, ich kann ihn ja auch nicht angreifen, ich kann ja nur das hier kann ich machen, das kann ich gegen ihn machen.
Ah, meine Taschenlampe war kaputt. Hm, blöd. Blöd, wenn die Taschenlampe kaputt ist. Nach dem Bosskampf würde ich auch eine Bratente machen, okay. Tolles Level, ja. Mega geiles Level. Bestes Level im Spiel. Bestes Level EU. Zumindest der Hund ist motiviert, aber wir sehen echt zum ersten Mal den Todesscreen hier. Das ist neu. Ja, zumindest kommen wir hier wieder raus. Aber ich habe halt auch echt keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Du kommst hier runter und wirst sofort wieder angegriffen. So, Entität. Ja, das wurde sehr gut entwickelt hier. Ey, was für ein Schmutzspiel, echt. Da kann der echt ein... Warum ist es nicht immer bei den größten... Es gibt auch immer so Listen von den schlimmsten Leveln. Und da müsste... Schau, er drängt mich ab, und ich kann nichts dagegen tun. Schon wieder raus hier. So, du liebst Hunde. Ja. Ich hasse vor allem Enten. Nach diesem Level. Sorry, Ele. Mann. Jetzt geh doch mal weg, lass mich doch wenigstens mal hier runter. Ich kann ihn ja auch überhaupt nicht angreifen. Er gibt mir ja nicht mal eine Chance, ihn anzugreifen oder so. Also ich kann nach vorne und hinten fahren, das funktioniert. Aber sobald ich lenken muss, habe ich einfach verloren bei diesem Level. Oh, das ist so frustrierend, das ist so unfassbar frustrierend, das Level. Weil du einfach nichts machen kannst, weil die Steuerung einfach nicht funktioniert. Seht ihr? Die Ente dreht sich nicht. Seht ihr, die Ente bewegt sich einfach nicht. Ich kann drücken, was ich will, die Ente bewegt sich einfach nicht. Ich glaube, ich muss immer relativ viel Abstand zu ihm haben, oder? Aber selbst wenn ich viel Abstand habe, er kommt ja bloß dann wieder zu mir gefahren. Er wirft ja nichts. Sonst hat er wenigstens doch immer was geworfen hier, aber nicht mal das macht er mehr. Ich muss ihn in die Bombe locken. Ja, wie soll ich ihn denn in die Bombe locken? Die Bombe liegt komplett am Rand. Wenn ich da nur annähernd hinfalle, erwischt sie mich ja selber. Das ist auch der Grund, warum dein Pro-Controller deine Wand dezent beschädigt war. Ja, kann ich verstehen. Ist leider nicht wert, weil der Pro-Controller ist eigentlich echt gut, aber... Den Stick rotieren und nicht in der Richtung drücken. Das erklärt's natürlich. Den Stick rotieren und nicht... Aber wieso wird einem sowas zum Beispiel nicht erklärt? Wieso erklären sie null die Steuerung? Wieso, Nintendo? Wieso? Wieso kann man nicht einfach... Na okay, das war auf jeden Fall hilfreich gerade eben. Ja, dann kann man das Ding auch steuern ein bisschen. Alles klar, Okay. Auf einmal sieht's hier nach Bewegung aus, was wir hier tun. Zumindest so ein bisschen. Oh, bist du schon müde? Bist du schon müde? Gleich haut er uns zu Tode. Oh, er sieht Entchen. So, können wir ihn vielleicht dann nochmal blitzen? Da hätten wir ihn wahrscheinlich blitzen können gerade, oder? Wo er Enten gesehen hat. Wo er Enten gesehen hat, können wir ihn blitzen. Sagst du jetzt schon mal Rip Controller? Ja, jetzt ist es besser geworden. Jetzt dadurch, dass, wenn man mal irgendwann erklärt bekommt, dass man die durchgehend gedrückt halten muss und das dann funktioniert die Steuerung, dann geht's besser auf jeden Fall. Na, komm her. Komm zu mir. Komm, gleich können wir zum ersten Mal Lebensenergie abziehen, wenn er jetzt zu mir kommt. Komm zu mir. Komm dann. Dann komm halt nicht zu mir. Okay, also man muss die Bomben auch aktivieren, weil von alleine aktiviert er die nicht. Die schiebt er bloß weg. Geh weg, jetzt haut er mich zu Tode, weil ich nicht mehr ausweichen. Ja. Da war nichts zu machen. Immerhin gibt es unterschiedliche Todescreens. Den haben wir schon mal gesehen gehabt, das war der dritte Tod jetzt. Der Durchbruch hat nicht geklappt, weil ich immer noch keine. Weil immer noch nicht ihn angreife. Nicht gute Nacht, jetzt mal weiter, ich will weiterspielen. Ja! Frag doch nicht so blöd. Komm jetzt hier. Gönn dir. Jetzt wird er gelegt, der Boss. Jetzt wird er gelegt. Hä? Ich bin jetzt plötzlich wieder hier. Ach so. Hä? Warum bin ich beim letzten Mal Sterben da rausgekommen und beim anderen nicht? Verstehe nicht. Aber gut. Okay. Ist wie bei 3D-World, was sich hier fortfahren wird. Ja. Aber das hier ist frustrierender, weil hier ist die Steuerung scheiße. Bei 3D-World ist man wenigstens selber schuld, wenn man es verkackt. Ja, einmal anschauen hat nicht gereicht, oder was hier?
Der Boss ist nicht schwer. Die Steuerung ist einfach scheiße. Der Boss selber ist ja okay. Nee. Jetzt quatsch nicht so viel. Wir wollen das nicht sehen. MiroGaming24, danke fürs Followen. Ach, weil ich einen Knochen hatte. Ach, deswegen bin ich gleich wieder... Ah, deswegen werde ich wiederbelebt. Ah. Hat an der Stelle halt ungefähr überhaupt nichts gebracht. Ich kann mich auf Dienstag... Ich freue mich trotzdem nicht auf Dienstag. Es tut mir leid, aber ich freue mich nicht drauf. So, jetzt wissen wir zumindest, wie wir jedem ausweichen können. Nicht gleich wieder hier reinfahren möglichst. Ich check halt nicht, wie ich die Bomben aktivieren muss. Also ich muss ja wirklich... So, dranfahren und dann... Ja, toll, verletzt sie nicht. Bombe hat ihn nicht verletzt, habt ihr es gesehen? Bombe ist hochgegangen, hat ihn nicht verletzt. Was soll ich tun? Ganz ehrlich, was muss ich tun? Ich habe die Bombe in die Luft gejagt direkt neben ihm. Was muss ich noch mehr tun? Was hat daran nicht gereicht? Jetzt hat sie ihn mit erwischt. Jetzt hat sie ihn zumindest einmal mit erwischt. Frage ist, wie oft muss ich das jetzt machen? Ah, jetzt können wir ihn hoch oben erwischen. Okay. So, hoch. Oh, 350, das heißt, wir müssen es dreimal machen, oder? Nein, komm zurück. Oh. So, auf ihn. Ich will das nicht dreimal machen. Einmal, zweimal. Können wir ihn hier in so eine Bombe reinhauen? Oh, shit, ey. Läuft bei mir, ja, läuft wunderbar bei mir. Prost. Nein, nicht wieder ins Wasser rein. Oh, ich will da nicht rein. Nein. Ah, dräng mich halt ab. Den Knochen haben wir aber immer noch. Hatten wir zwei Knochen? Warten, bis er sich dreht und dann saugen? Weil das Problem ist, er verfolgt mich gerade. Sind aber mehr Bomben auf jeden Fall wieder geworden. Weg. Warum dreht er sich weg und mich erwischt die Ente? Der war viel näher dran. Ja, komm Luigi, nimm halt nicht das Herz. Nimm auf keinen Fall das Herz, Luigi. Komm, nimm auf keinen Fall das Herz, Luigi. Nein. Ach, Luigi. Komm Luigi. Nee, echt nicht. Warum ist der Knochen eigentlich noch da? Das verstehe ich nicht. Hol dir das Herz, Luigi. Hol dir das Herz. Oh, warum muss man die Herzen noch ansaugen? Warum reizt nicht einfach, wenn man da durchfährt? Nein. Ich hatte ihn gerade eben erwischt. Ich hatte ihn gerade eben erwischt, aber es hat wieder nicht gezählt. Wenn ich sterbe, bekomme ich wieder einen neuen Knochen. Warum kriege ich wieder einen neuen Knochen, wenn ich sterbe? Was bringt denn das dann? Was ist das vor allem, wenn er in diesem Modus ist, in diesem Drehmodus? Was bringt mir das dann? Kann ich ihn da angreifen? Nein, kann ich offensichtlich nicht. Mach die Taschenlampe wieder an. Also wenn er mich da verfolgt, kann ich sowieso nichts machen. So, komm her. Andere Richtungswechsel. Fährt er wieder da oben rein. Boy, danke fürs Trinkgeld. Hab ich Spaß? Nein, hab ich nicht. Das Spiel ist scheiße an der Stelle. Es macht überhaupt keinen Spaß, dieser beschissene Bosskampf. Sag ich euch ganz ehrlich. Wollt ihr nicht nichts vormachen? Das macht keinen Spaß. Das ist einfach ein scheiß Bosskampf, weil diese Steuerung so unglaublich beschissen ist. Was muss ich hier tun? Wie kann ich ihn da angreifen? Ach, da muss ich ihn wahrscheinlich rammen oder so, oder? Nee, kann ich auch nicht rammen. Rammen bringt da auch nichts. Saugen. Warum soll ich ihn denn saugen? So, auf ihn. Achso, da kann ich ihn saugen? Komm her.
saugen sollst du. Ja, jetzt kann ich wieder nicht saugen. Genau in dem Moment, wo ich bei ihm bin, kann ich wieder nicht saugen. Au, und er hat mich umgebracht. Blitz den mal, genau, blitz den mal. Der Ton, dass ich so wenig Leben habe, ist überhaupt nicht nervig. Nee, der ist überhaupt nicht nervig. Aber wir schaffen das heute noch. Wir hören erst auf, wenn wir es geschafft haben. Ganz ehrlich, wir hören erst auf, wenn wir es geschafft haben. Genau, da... Das Gute ist dadurch, dass wir einen Knochen hatten. Aber wie sollen wir denn ihn... Also, das wüsste ich jetzt echt noch gern. Also, ihr habt gesagt, ich muss saugen dann. Nein! Ah, geh weg, Luigi. Nicht zweimal treffen. Nein, Luigi! Ach, komm, Luigi, dann pumpt das dumme Ding doch nicht gleich wieder auf. Ah, jetzt habe ich 20 Lebensenergie verloren, nur weil Luigi gleich wieder meint, er muss hier pumpen. Der erste 24-Stunden-Stream. Ich schätze das Vertrauen, das ihr in mich habt. Oh, Lebensenergie. Komm, Herz. Hol dir das Herz. Dann hol dir das Herz nicht und hau einfach ab. Hau ab. Nein, nicht die... Das ist so blöd. Das ist so dumm, dieses Spiel. Jetzt kommt wieder eine Bombe und ich kann nichts dagegen machen, weil ich noch oben bin. Ah, nee. Ah, die hat er direkt vor sich selber gedroppt. Ja, das war nicht so clever, Kollege. Das war nicht so clever. So, kann man... Nein. Bei ihm saugen. Okay, jetzt habe ich zum ersten Mal bei ihm gesaugt. Ah, und dann kann ich ihn hier... Ach, und dann kann ich ihn quasi da rein crashen. Ah, okay, so funktioniert das. Verstehe. So, hoch mit ihm. 190 ist leider zu viel. Wir werden es nicht schaffen, hier auf Anhieb ihn zu erwischen. Vor allem, wie schnell steht er einfach wieder auf, bitteschön. Nein. Komm hier rein. Nein, bleib da. Hä? Ich hatte... Warum habe ich nur so wenig abgezogen? Nein. Jetzt will ich das nochmal... Da habe ich so einmal geschafft, ihn so weit zu bringen und dann... Dann kann ich ihn nicht mal einsaugen. Weg. So. Und jetzt hier gleich wieder einsaugen. So, und dann... Ups. Nein. Ach, da waren keine Zacken. Oh, saug ihn doch ein. So, also jetzt kannst du mir nicht sagen, dass ich die Zacken verfehle hier. Jetzt bin ich hier doch gerade auf Zacke gewesen. Raus, Luigi. Raus. So. Ach, er hat das Boot vorhin gehabt, deswegen ging es wahrscheinlich nicht. Er darf noch nicht das Boot haben. Jetzt! Komm, das muss reichen! Das reicht! Ja! Haha! Nice! Nix dreimal sterben, zweimal hat's nur gebraucht, Chat. Oh nein, wir müssen da wieder rein, oder? Ich will da nicht wieder rein. GG, ja, GG, würde ich auch sagen, hier. Wo ist das Ding hingegangen? Ach nee, wir müssen das Ding oben absaugen. Huiuiuiui. Oh, das war hier eine Operation, ey. Eieieiei. Aber das Schlimmste war, dass man nicht gecheckt hat, wie die Steuerung funktioniert. Nachdem man es dann gecheckt hat, da ging es dann schon. Da hat man schon ungefähr verstanden gehabt. Aber wenn mir das keiner im Chat geschrieben hätte, ich wäre ausgerastet irgendwann, glaube ich. Also, wenn man weiß, wie die Steuerung funktioniert, dann ist es zwar immer noch nervig, aber dann ist es schaffbar. So, genug gepumpt hier. Dafür bist du doch da, ja. Gut, dass du dich auskennst bei dem Spiel. Danke nochmal für den Tipp. Vor allem, dass du gecheckt hast, was das Problem war, warum ich so blöd bin für die Steuerung. Ja, hier können wir nochmal... Ah, hier unten ist auch mal irgendein Kleidungsraum. Ach, das ist sein Zuhause wahrscheinlich? Keine Ahnung. Oh, Werkzeugkiste. Was ist in der Werkzeugkiste drin? Ein Herz. Dort nehmen wir noch gerne. Und dann nehmen wir hier endlich für die Etage Nummer 10 das Ding. Das Dingo. Ja, der Rest des Spiels ist mega gut. Ja, bis jetzt war das Spiel auch echt cool. Und dann kam die Ente. Es gab ziemlich viel Gefluche. Ich weiß nicht, wovon du redest. Gefluche? Sowas mache ich nicht. Nein, bestimmt nicht. Wir sind doch hier nicht bei Fluch der Karibik. Das haben wir schon durchgespielt. Also das Hauptfluch der Karibik haben wir durchgespielt. Ach, da sind auch noch. Da ist doch bestimmt noch was drin. So, komm her, Mausi. Da ist doch noch bestimmt was drin, oder? Nee, nicht. Okay. So, wen raiden wir heute? Es hat ganz am Anfang hat sich jemand Raid-Anführer geholt. Wenn die Person... Wo muss ich raus?
Wenn jemand mir... Hä? Wo ist die Tür, wo ich am Anfang reingekommen bin? Die war doch oben hier irgendwo, die war doch hier. Hier war doch irgendwie die Tür. Hä? Wo ist die Tür hin? Die Tür ist weg. Nein, ich komme hier nie wieder raus. Wo ist die Tür hin? Die Tür ist weg. Läuft bei mir. Prost. Unten. Ach, nach unten muss ich. Okay, okay, nach unten muss ich. Unten ist auch noch eine Tür. Unten ist auch noch ein Ausgang. Okay, okay, unten, unten, unten ist... Habt ihr das Spiel alle schon gespielt? Wahnsinn. Auf jeden Fall haben einige das Spiel schon gespielt. So wie... So, geh in den Kühlschrank rein. Da kann man sich vor ganzen Atomangriffen kann man sich da retten. Aber im Kühlschrank ist nichts drin. Vielleicht ist hier noch was drin. Da kann man nicht reinschauen. Die Dinger, das weiß ich auch schon. Ich bin unten reingekommen. Ach, das Wasser... Stimmt, das Wasser ist erst gestiegen, als ich unten war, gell? Ja, ja, ja. Deswegen kennt ihr das. So, wir nehmen den schnellen Weg hier raus. Aui. Da war noch was bei dem Klo vorhin, habt ihr noch gesagt gehabt, was ich nicht gecheckt hatte. Kann ich, ach, da unten. Ah ja, jetzt weiß ich, was ihr vorhin meintet. Da ist nämlich noch was dahinter. Kann man diesen blöden Wagen da wegkriegen? Kann ich da was drauf schießen auf den Wagen? Ah ja. So. Und dann kann man den Wagen einfach kaputt machen. Nice. Da kommen wir nicht auch darüber. Ihr hattet mal wieder recht. Ich habe mich sogar erinnert daran, dass ihr es mir vorhin gesagt habt. Es gehört an ein Museum. Ja, es gehört definitiv an ein Museum. Können wir da mit dem Pömpel, können wir das da reparieren mit dem Pömpel? Quasi da kurzzeitig zumachen, oder? Nee, hilft nur. Hilft wohl nur hier das umzudrehen, glaube ich. So, einmal anders. Ah, perfekt. So. Einmal nochmal hier aufgeixt. Und Überraschung, Überraschung, da ist Geld drinne. Nice. Die Ecke rum, die Ecke rum. Ja. So, dann machen wir hier nochmal das andere Ding auch noch wieder an. Ah ne, pusten, 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 pusten. Deine PS4 war gerade raus, okay. Ich hoffe, deine PS4 geht aber wieder an. PS4 ist mir tatsächlich keine kaputt gegangen. Die ganze Zeit, die ich die PS4 hatte, all die Jahre. Einzige Konsole, die mir wirklich kaputt gegangen ist, war damals die Xbox 360. Da hatte ich damals tatsächlich den roten Ring. Also den roten Ring hatte ich nicht, aber sie war kaputt. Das ist tatsächlich die einzige Konsole. Alle anderen Konsolen funktionieren noch. Also auch die Wii U und so. Alles noch am Laufen. Auch die Controller, alle funktionieren noch. So, jetzt kommen wir gleich wieder hier raus. Ja, wir müssen den ganzen Weg wieder rausgehen. Aber zum Glück geht es sehr schneller raus, wenn man nicht mehr diese ganzen Rätsel auf dem Weg machen muss. So, ah, da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Können wir da direkt hochgehen? Wäre natürlich cool, wenn wir hier direkt hochgehen könnten. Ah, ne, da kommen wir... okay, da kommen wir da raus. Ne, dann kommt man da irgendwie auf eine andere Art hin, die ich nicht checke, da oben. Da ist noch eine Röhre. In der waren wir wahrscheinlich vorher nicht drin. Das ist wahrscheinlich die Röhre, die wir suchen. Oder? Luigi, geh da mal rein. Ja, das ist, glaube ich, die Röhre, die wir... genau, dann kommen wir nämlich da oben, oder? Nein! Ach, schade. Dachte, dieses Geburtsgeräusch ist echt irritierend. Habe ich mich mal in den Nintendo Controller Drift? Ja, den habe ich immer noch bei den Joy-Cons. Deswegen spiele ich ja mit den Joy-Cons nie, weil die absolute Schmutzcontroller sind. Deswegen spiele ich ja immer nur mit dem Dings hier mit dem. Aber das war ja von Anfang an, also den Joy-Con Drift hatte ich von Anfang an. Nee, deswegen spiele ich ja auch hier nur mit den. Mal so und dann. Hier nochmal durch und dann kommt man da oben. Also irgendwie rät sich gerade noch ein bisschen, wie man... Ne, da kommt man kommt echt immer nur durch den da durch, oder? Es ist nicht die Röhre, die wir suchen. Ach ja, ich muss in die Etage später nochmal zurück. Okay, alles klar. Ah ja. Ach komm, Luigi, komm. Luigi, einmal ins Wasser rein. Ja! Das muss man so. Einmal müssen wir uns mal Luigi im Wasser gönnen. Was ist mit dem Aufzug passiert? Achso, das ist bloß so ein... Ah, okay, der sieht... Ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Irgendwas stimmt nicht mit Aufzug. Was ist denn mit Aufzug los? Oh, ja. Ja. WD-40 Controller, Spray muss ich da in den Joy-Con reinhauen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oh, ja. Yeah. Ich schaue in die Röhre, genau. So, Museum waren wir. Jetzt geht's. Oh, in die Pyramide geht's jetzt. Wenn da nicht wieder die Katze kommt, wird auf jeden Fall passen. So, ab in die Pyramide. In die Pyri... Nein,
Pyrenäen. Ne, das ist andere Dinger. So, okay. Dann mal in die Pyramide. Etage Nummer 10. Oh. Mit Horus-Kopf, der uns dort erwartet. Oh ja, doch, Horus ist der Falke. Ich treffe auf Obelix. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht reißen sie auch wieder die Nase ab von dem Ding. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, du hast einmal den ursprünglichen Controller beim Mediamarkt zurückgegeben. Den Controller dürfte danach, hast du das Problem nie wieder. Okay, na, sei froh. Sei froh. So, alles klar. Ich glaube, es ist wieder soweit, oder? Der Moment ist wieder gekommen. Es wird Zeit weiterzuziehen für heute. Wir werden natürlich gleich jetzt noch raiden. Danke natürlich an alle, die hier dabei geblieben sind und sich meinen Kampf angeschaut haben. Meinen Kampf gegen dieses blöde... gegen die blöde Ente. Ente gut, alles gut oder so, aber die Ente war echt fies. Also die Ente, ey, das ist echt der Endgegner gewesen. So. Wo? Gucken wir mal, ob der Kollege noch online ist, den ihr raiden wolltet. Hat trotzdem Spaß gemacht, das freut mich. Das freut mich, wenn es trotzdem Spaß gemacht hat. Trotz des Frustes. So. Newbie TV. Hab ich nicht schon mal? Kommt mir bekannt vor. So, schon zu Ende, ja. Schon wieder 2,5 Stunden rum hier. Fast 3 Stunden waren wir schon wieder dabei. Haben wir wieder überzogen hier. Gnadenlos überzogen haben wir schon wieder. So, okay. Gucken wir mal hier rein. Newbie. Haben wir nicht schon mal geradet? Ach, der ist es gewesen, gell? Den haben wir schon mal geradet. Ja, ich erinnere mich, aber das ist nicht der letzte Raid gewesen. Na gut, dann danke ich auf jeden Fall allen, die heute hier dabei waren. Danke natürlich auch allen meinen Moderatoren, die heute wieder so flott die Abstimmungen hier gemacht haben. Also vielen Dank dafür. Wieder Top Job, kann man nicht anders sagen. Top Job. Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Ja, morgen sind wir wieder dabei. Dann um 11 Uhr und um 17 Uhr. Ganz wichtig, morgen 11 Uhr Lego Ninjago mit Ego Whitey. Um 17 Uhr geht es dann nochmal weiter mit Valheim, mit Lord Peter. Vielleicht sogar mit Facecam, habe ich gehört. Behaupten Gerüchte dann Valheim. Na gut, morgen sehen wir mehr. 17 Uhr ist es soweit. Seid dabei. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit, einen wunderbaren Abend und möge die Macht mit euch sein. Servus.